Guten Tag, liebe Freunde. Heute wollen wir uns mit Harald Kautz unterhalten. Harald Kautz ist mir aufgefallen durch verschiedene Videos, aber vor allem durch eins, was sehr witzig dargestellt hat, oder in dem er sehr witzig dargestellt hat, wie man an der Stimme oder an der Stimmlage, an der Art, wie jemand spricht, erkennen kann, was das für ein Mensch ist. Hallo Harald, wir haben ja schon im Vorfeld gesprochen. Erklär nochmal, dass du in Wahrheit ja Wissenschaftler bist und zwar mit ganz verschiedenen Grundlagen. Ja, das ist eine lange Geschichte, die geht querfeldbeet. Also ich habe also noch ganz grün hinter den Ohren war aus Verzweiflung und Desorientierung Geowissenschaften, also Geologie, Mineralogie, angefangen zu studieren. Dann war ich da zu gut und zu schnell und die wollten mich nicht in die höheren Kurse lassen. Dann habe ich aus Langeweile Physik und Mathematik dazu genommen. Und habe eigentlich den Start damit komplett in den Wissenschaften und habe dann erst so nach 3 Jahren Uni gemerkt, dass meine Seele verhungert und habe dann kompletten Bruch zwischengelegt und habe erst mal eine Journalistenausbildung gemacht und angefangen, Reiseführer, Romane zu schreiben und bin dann, weil ich gemerkt habe, dass das, was ich zu sagen hatte, immer wieder vor Zensurmauern stößt, in die Medienwissenschaften reingegangen, um zu gucken, wo bitte sind in diesem System die noch offenen Schlupflöcher, wo man an der Zensur vorbei unbequeme Wahrheiten in die Öffentlichkeit bringen kann. Weil so mein Traum, obwohl ich gar nicht wusste, wie das geht, war immer so dieses Ding Enthüllungsjournalist. So, ne? Das war angelegt irgendwie in der Seele. Und da komme ich her und dann ging es aber kunterbunt. Dann habe ich quasi ein paar Lücken in der Zensur im Spielfilmbereich gesehen, aber die sind dann schnell gestopft worden in der Zeit, wo ich da gearbeitet habe als Skriptdoktor, Producer für Spielfilme. Und bin dann irgendwie wieder in den Wissenschaften gelandet. Und habe da so eine ganz ureigene Odyssee hingelegt. 6 Jahre, 7 Jahre Technologie-Scout für außergewöhnliche Energietechnologien, also Raumenergietechnologien, wo ich dann die Quantenphysik lernen durfte. Und dann habe ich gemerkt, so, das kann nichts werden, einfach weil die Leute viel zu sehr im Mangel gefangen sind, als dass sie wirklich Überfluss handhaben können dürften. Und dann dachte ich, na gut, dann muss man sich erstmal um die Seelen kümmern, damit die überhaupt in die Fülle kommen können, von ihrer Anlage her, von ihrem Reifegrad. Und bin dann so peu à peu rüber und habe mir halt die psychologischen Aspekte angeguckt. Und so in dieser Schnittmenge, das war eigentlich so der Moment, wo ich ins öffentliche Bewusstsein getreten bin, war einer der Hauptforschungsthemen, Transhumanismus und der Kollateralschaden in der Gesundheit, wo ich im Grunde von der Umweltanalytik gekommen bin, geguckt habe im Labor, was gibt es dort an Substanzen, welche sind natürlich, welche sind 100 pro synthetisch, wie werden die synthetischen hergestellt. Das war so ein kleiner Kunstgriff. Während alle diskutiert haben, gibt es Chemtrails oder gibt es Contrails, habe ich gefragt, was ist denn die Chemie in den Contrails? Die Frage neutral und dualitätsfrei gestellt. Und damit kann man gut arbeiten. Dann guckt man einfach in die Analytik rein, guckt, was haben wir denn da, klassifiziert die Substanzen. Das geht, guckt, wie sie hergestellt werden, guckt, wofür sie entwickelt wurden. Und schon weiß man, wofür sie gut sind. Und dann landet man halt automatisch in diesem sehr komplexen Bereich Transhumanismus und stellt fest, da wo alle davon reden, ob man in Zukunft ein Problem mit einer KI haben wird oder nicht, dass wir schon längst zu 70% angeschlossen sind. Na, wenn man da genau reinguckt. Und das ist so der Bereich, in dem ich von 2012 bis 2017 gearbeitet habe. Und das wurde dann immer mehr psychologielastig. Ja, dass ich dann am Ende an die Front gegangen bin, wo das ganze Vorspiel vom Transhumanismus, diese, weiß ich nicht, 26.000 Jahre Social Engineering, die wir durchlaufen haben, mit 10 Geboten und dem Turmbau zu Babel,
quasi die Vorarbeit in der Zerstückelung der menschlichen Seele die Frage gestellt habe, wie kann man das wieder therapeutisch zurückführen auf ein kohärentes, intaktes, gottgegebenes Menschenwesen, was für diesen ganzen Kram gar nicht anfällig ist. Und das ist halt immer mehr dann reingegangen in die therapeutische Praxis. Also ohne, dass ich jetzt einen Titel führen würde oder Mediziner oder Psychologe oder Psychotherapeut wäre. Die letzten 3 Jahre habe ich da eigentlich 100% der verfügbaren Zeit reingesteckt, Wege auszukundschaften, die ursprüngliche Seelengeometrie wieder zu montieren. Das klingt wie der klassische Universalgelehrte, von denen wir fast niemanden mehr haben. In Englisch ist das ein Polymath. Das ist super interessant und das gibt eine echt gute Grundlage für die Fragen, die ich sowieso hatte, die jetzt aber noch mal wieder ein bisschen deutlicher geworden sind. Können wir mal am Ende anfangen, nämlich beim Transhumanismus, bevor wir dann wieder an den Anfang zurückgehen. Mhm. Wo kommt diese ganze Beeinflussung her? Du hast eben gesagt, die 10 Gebote, ich nehme an, das sind die organisierten Religionen, die hier benutzt wurden, mhm, um uns immer besser kontrollierbar zu machen. Aber der Transhumanismus, meine persönliche Überzeugung ist, dass sie es niemals schaffen können, weil diese 1-0-1-0-Denkweise eben manche Dinge, und zwar die entscheidenden Dinge, die uns menschlich machen, nicht erfassen kann, weder rational noch sonst wie erfassen kann. Also Kreativität oder Intuition oder Liebe auch nicht, ne? Aber sie versuchen es eben. Und wenn man diesen aus meiner Sicht vollkommen verrückten Harari anguckt, dann ist der offensichtlich überzeugt davon, obwohl er gar keine Ahnung davon haben kann, denn der ist ja eigentlich nur Historiker. Aber wo, also ich habe einen sehr guten Freund, das ist Patrick Wood, der hat gerade ein Buch dazu geschrieben, die beiden Zwillinge Technokratie und Transhumanismus. Ich glaube, da hat er den Finger schon direkt an der Wunde. Aber ist das wirklich so, dass es realistische Möglichkeiten gibt für diesen Umbau des Menschen zum Post, geht ja letzten Endes, Trans ist ja nur eine Zwischenfunktion, es geht ja wohl darum, den Menschen zum Posthumanisten zu machen, zu jemandem, zu einem Wesen, was keine Menschlichkeit mehr hat, oder? Also so gesehen, die wissen schon genau, was sie tun. Mhm. Also meinen tiefsten Respekt, die sind richtig gut. Mhm. Und es gibt halt bestimmte Dinge, wo quasi noch eine Selbstverantwortung da ist, wo ich sagen kann, naja, die Leute haben sich da freiwillig hinschubsen lassen auf eine bestimmte Art und Weise. Also da gibt es noch immer wieder die Möglichkeit zu heilen, wenn man in dieser Phase ist. Und das ist tatsächlich die Umwandlung des Menschen von einem herzbasierten Wesen zu einem mentalfeldbasierten Wesen. Und da ist tatsächlich der Haupthebel die Entwicklung von Persönlichkeiten. Ich habe da eine andere Definition als in der normalen Literatur. Für die ist das schon völlig normal, dass ein Mensch eine Persönlichkeit hat. Für mich ist die Betrachtungsweise so, dass Kinder, wenn sie geboren werden, die sind in bedingungsloser Liebe und 100%iger Ehrlichkeit, wenn die kommen. Ja, die sind völlig unverdorben, die können nicht lügen, das ist nicht angelegt, weil sie aus dem Herzen sprechen. Und dann wird aber das Umfeld so gebaut, dass man in diesem reinen Zustand nicht überleben kann. Und was passiert bei den Kindern? Die merken, so geht's nicht. Ich muss mich anpassen, um überlebensfähig zu sein. Und die Anpassung, die kann das Herz nicht, weil das ist nicht in der Lage, sich zu verstellen. Rein physikalisch geht das nicht von der Feldkohärenz her. Aber der Kopf kann es. Das heißt, dann bilden sich quasi traumatische Grundlagen. Das Kind sagt, ich bin traumatisiert, ich kann so nicht überleben, hat einen Todesangstreflex, dann aktiviert sich der reptiloide Anteil in unserer Genetik.
Und der ist eben persönlichkeitsbasiert. Das heißt, aus dem Trauma heraus geht ein Strang hoch ins Reptilienhirn und dann wird ein Verhaltensmuster erlernt, was erfolgreich die Gefahr abwendet und steht danach als zwanghafte Blaupause zur Verfügung. Und immer, wenn ich das Trauma trigger, wupp, kommt die Persönlichkeit ins Feld und reitet genau das Schema runter, was sie als überlebenstauglich in der Kindheit erlernt hat. So kriege ich einen zwanghaften Dieb, einen zwanghaften Lügner. Und es ist tatsächlich so, dass diese Persönlichkeiten, weil sie mentalfeldbasiert sind, zu 100% berechenbar sind. Und die Bewusstseinskontrolle kann da an jeder Stelle reingrätschen. Und diese Form von Bewusstsein, weil sie genauso binär ist wie die Persönlichkeit, übernehmen, ohne dass der Mensch merkt, dass er übernommen wird. Da ist sozusagen die eine Grenzlinie. Das ist der Grund, warum in den USA alle Menschen, die nicht auslesbar und berechenbar sind, von den Trolls der Homeland Security traumatisiert werden. Dieses ganze Gangstalking durch freie Mitarbeiter von der Homeland Security, wo sich die Leute beklagen darüber. Das wird nicht gemacht, weil da irgendein Zweck hintersteht, sondern diese Menschen sind lesbar, aber nicht vorhersehbar in ihrem Verhalten und damit nicht programmierbar. Und um die in die Programmierbarkeit zu bringen, müssen die einfach nur so weit traumatisiert werden, dass Persönlichkeiten anspringen. Und die sind dann berechenbar und dann können sie in der Kontrolle übernommen werden, wenn man sie nur in die Angst rein terrorisiert, also in den traumatisierten Zustand reinbringt. Das ist eine Riesenfront, ne, wo quasi die Grenze verläuft, wer ist übernehmbar, wer ist nicht übernehmbar. Jemand, der im Herzen ist, der kriegt ein Kontrollsignal reingespielt in den Körper und sagt, was ist denn das für eine Stimme? Ja, das bin ich nicht. Weil in der Herzkohärenz das auffällig ist, wenn ein fremdes Signal reinkommt. Jemand, der in der Persönlichkeit aktiv ist, kriegt den Schnitt nicht mit. Das ist quasi das eine. Und das zweite, wo tatsächlich jetzt, ich sagen muss, Respekt, die wissen, was sie tun, ist das Covid-Szenario. Weil ist es eine Biowaffe. Die RNA von dem Erreger ist sehr intelligent gestrickt und hat eindeutig Laborsignatur und in kleinen Abwandlungen auch die RNA, die mRNA von der Impfung. Und was beide machen, ist die Seele, also den göttlichen Anteil in uns, den inkarnierenden Aspekt von der Genetik abzulösen, rauszuziehen. Das macht die Krankheit und die erste Impfung. Und die zweite Impfung spaltet den gesamten Gefühlskörper ab. Das heißt, da werden systematisch Soziopathen gezüchtet. Abtrennung von dem seelischen Anteil, Abtrennung vom Gefühlskörper. Und dann bleibt nur noch das Mentalfeld, was so leicht steuerbar ist. Und das sind Dinge, da haben wir keine Wahl mehr. Wer auf den Trick reingefallen ist, der kriegt diese Teile rausoperiert. Durch den Eingriff über die Impfung und deswegen erscheinen die Leute den Ungeimpften so Roboter-Zombiehaft. Also die einzigen, wo ich das Gefühl habe, ach, die haben sich impfen lassen, aber da hat sich gar nichts geändert, das sind die, die vorher schon nicht gefühlt haben und wo das Tagesbewusstsein in einem totalen Alleingang sein Ding gemacht hat, ohne Anbindung an den göttlichen Anteil. Bei denen verändert sich nicht viel. Die empfinden auch keine Veränderung oder keinen Verlust bei sich, weil sie haben noch nie auf diese Dinge in sich gehört. Das heißt nicht, dass die zwangsweise böse sind. Es ist halt nur, es fehlt die Anbindung an das, was aus der vierten Dimension, quasi aus der Schöpferebene kommt. Jetzt verwende ich natürlich einen religiösen Begriff. Wir können das gerne wieder auf die Physik zurückführen, wenn du magst. Nee, doch gerne, aber dein Ansatz war jetzt für mich hochinteressant, nämlich der Ansatz, dass es wohl doch am Ende die Kombination aus dem zurechtgefummelten Virus und der Impfung ist, was die eigentliche Biowaffe darstellt. Denn das Ziel war dann also nicht,
das, oder das war dann vielleicht nur ein Nebenziel, das Krankmachen und das Töten. Oder es war auch ein Hauptziel natürlich, weil wenn man das ernst nimmt mit der Bevölkerungsreduktion, das müssen wir ja wohl. Aber das war nicht das eigentliche Ziel, sondern es wird hier wahrscheinlich die ganze Zeit noch rumexperimentiert, wie man am besten diese Aufspaltung hinkriegt, die Seele vom Körper zu lösen. Ja. Ich habe mich da ganz wissenschaftlich versucht, dran zu begeben an die Frage, was war denn nun, was ist denn nun mit dem Virus, ist das schon eine Biowaffe? Mhm. Ich habe da gesagt, nö, das war eigentlich in erster Linie Panikmache, auch die Gain-of-Function-Geschichten, die dann rausgekommen sind, das dürfte wohl in erster Linie Panikmache gewesen sein, das hat auch Mike Yeadon so gesehen, denn wenn ich mir einfach nur die Mortalitäten angucke, das haben wir mit einem sehr klugen Professor namens Denis Roncourt aus Kanada gemacht, dann hat es keine Übersterblichkeit bis zum Beginn der sogenannten Impfungen gegeben. Mhm. Aber wohl deshalb, wenn ich dir da weiter folge, weil das ja gar nicht das Ziel gewesen ist, sondern das eigentliche Ziel war, die Vorbereitung der Abspaltung der Seele vom Körper. Kann man das so sagen? Also man muss sich prinzipiell bei diesen Interessengruppen abgewöhnen, nach einem Ziel zu gucken. Alles, was aus Thinktanks kommt, verfolgt immer viele Ziele gleichzeitig. Mhm. Da kann man sich dran gewöhnen und einen Zusammenhang verstanden hat man, wenn man alle Ziele kennt. Und ich habe bei dem Virus selber, habe ich das unfruchtbar machen, was halt allein darüber geht, dass das Spike eine hohe Ähnlichkeit zu den Proteinen hat, die in dem Bindegewebe zwischen einnistender Eizelle und Gebärmutterwand entsteht. Ja. Ja. Ja, das heißt, wenn ich immun bin gegen das Virus, dann bin ich auch immun gegen Schwangerwerden. Mhm. Ja, da ist schon der Grundgedanke Bevölkerungsreduktion, aber über die Unfruchtbarkeit drin. Mhm. Noch nicht so sehr übers Töten. Dann habe ich, dass mit jeder Infektion werde ich nicht immun, sondern mit jeder Infektion, weil die Immunzellen angegriffen werden, erodiere ich gute Prozentsätze von meinem Immunsystem. Ja, da habe ich schon beim Virus im Ansatz den Versuch einer Bevölkerungsreduktion über induziertes AIDS. Und das ist ja auch reingekreuzt in das Virus. Na, da sind ja AIDS-Sequenzen mit drin. Die sorgen genau dafür, dass sich das so einpegelt, dass ich niemals AIDS diagnostiziere von den Markern her, aber knapp drüber lande. Und ich weiß nicht, CDC-Daten haben da jetzt endlich belastbare Ergebnisse geliefert, wo es heißt, dann mit jeder Impfung und jedem Jahr, was seit der Impfung vergangen ist, habe ich 7% mehr Wahrscheinlichkeit, an einer Krankheit zu versterben. Weil dein Immunsystem eben schwerst beschädigt ist. Mhm. Genau, wegen der Schädigung. Und das ist natürlich dann in der Statistik keine Impffolge, sondern dann sterbe ich an der Gürtelrose, am Schnupf, an der Syphilis oder keine Ahnung was. Mhm. Die also, Immunschädigung. Ne? Bei AIDS ist es klar, wenn jemand an AIDS stirbt, dann heißt es, der ist an AIDS gestorben. Wenn jemand an AIDS stirbt, stirbt er aber an einer Erkältung. Ja, natürlich, er stirbt an völlig anderen Sachen als an AIDS. AIDS ist auch aus meiner Überzeugung, ich habe gerade so ein Interview mit Celia Farber gemacht, die sich ganz am Anfang schon in den 80ern mit diesem Trick, der damals ja schon angewendet wurde, die Leute in Angst und Schrecken versetzen, damit sie dann behandelt werden können, befasst hat. Und genauso Judy Mikovits, so eine Biologin aus den USA, die ebenfalls tief drin war und die schon damals gesagt hat und jetzt natürlich immer noch sagt, dass das Ganze ein Hoax gewesen ist, dass man künstlich Panik hervorgerufen hat, damit man die Leute in die Behandlung, damals gab es ja keine Impfung oder man hat es versucht, aber nicht geschafft, reintreiben kann. Also es ist die Kombination aus beidem und was bisher nicht beachtet wurde, was hier, glaube ich, erstmals von jemandem klar und deutlich ausgesprochen wird, von dir. Es ist eines der wichtigsten Ziele, würde ich jedenfalls sagen, die Trennung von Körper und Seele. Das Abspalten des Körpers, damit man ihn programmieren kann, damit die Seele nicht mehr korrigieren kann oder sich dazwischenstellen kann.
Das ist definitiv passiert. Also das ist auch völlig geklärt, wie das funktioniert. Das funktioniert über die Methylierung von dem Gen BRCA1. Das ist dieses Brustkrebsgen und das ist nebenbei auch eben zuständig für die Einbindung dieses Aspekts des Bewusstseinskörpers an. Ne? Und das ist auch ein völlig normaler Reflex bei einer Krankheit. Also bei einem gesunden Menschen ist es so, dass der Körper quasi den Vertrag hat mit dem höheren Aspekt des Wesens, als Schauspieler in ein Abenteuer zu gehen. Mhm. Na, und da lässt sich der Körper jeden Scheiß gefallen. Ja? Da darf die Seele heroinabhängig werden oder in Krieg ziehen, wenn man verletzt wird. Der Körper findet ein Abenteuer besser, als ein Tier zu sein. Mhm. Na, da gibt es quasi diesen Deal zwischen dem Körperspirit und dem inkarnierenden Anteil des Spirits. Mhm. Und so gesehen ist der Körper dann immer über dieses Einbinden der Seele ein perfekter Ausdruck des aktuellen Zustands der Seele im Rahmen einer Regulationsfähigkeit. Ja. Und da kommt genau die Definition von Krankheit rein. Wenn meine Seele so auf Abenteuerkurs ist, dass mein Körper nicht mehr regulieren kann, dann sagt der Körper, Seele mal kurz raus bitte und biologisches Sonderprogramm mal kurz rein. Ich habe jetzt so viel Wut runtergeschluckt, dadurch, dass du dir die Trennung von deinem Chef nicht zutraust, ja, dass ich total vergiftet bin mit Botenstoffen und ich brauche jetzt eine Erkältung, um mich zu reinigen. Ja, und dann kommt quasi das biologische Sonderprogramm Erkältung in den Körper, macht alles schön sauber. Die Exosome werden ausgeschüttet, vermehrt, andere nennen das Viren, sammeln den Dreck weg, dann kommt das Immunsystem, sammeln die Exosome samt Dreck ein und scheiden das aus und dann ist der Körper wieder rein. Mhm. Und dann sagt das Immunsystem, alle Marker wieder auf okay, Seele wieder reinkommen. Ne, das ist jetzt eine gesunde Krankheit, da gibt es gar nichts dran auszusetzen, ist einfach nur ein biologisches Sonderprogramm, was den Körper zurückbringt in die Regulationsfähigkeit, da sollte man gar nicht dran rumfuschen eigentlich. Mhm. Und bei Covid ist es halt so, das ist abgeleitet aus der Erkältung, Coronavirus ist ja das gemeine Erkältungsvirus, ja. Das heißt, der Körper nimmt es wahr als das Angebot einer Krankheit, ist aber waffenfähig gemacht worden, das heißt, es macht ganz andere Dinge, als drin steht. Und das Erste, was halt passiert ist, es nutzt diesen Effekt, die Seele rauszuschicken, das gehört mit zum Erkältungsprogramm, und dann zerbricht es den Schalter. Oh. Und das ist halt, ne, das ist halt dieses, normalerweise hat man BRCA1 und 5,3-BP1, die beiden Gene, die schalten immer so, das eine ist methyliert, ist das andere demethyliert und umgekehrt. Ne, heißt, Seele geht raus, Schilddrüse öffnet sich, um dieses biologische Sonderprogramm aufnehmen zu können von einem bereits Infizierten. Das ist dann der eigentliche Ansteckungsprozess, der ist bioenergetisch. Und dann ist es egal, ob ich die Viren als Retroviren drin habe oder ob ich eine Tröpfcheninfektion reinnehme. Der Körper versucht, an das genetische Material, was dazu passt, ranzukommen und vermehrt das dann. Mhm. Wenn das gar nicht verfügbar ist, dann dauert die Krankheit, quasi dieser energetische Übertrag, nur 1,5-2 Tage und klingt dann ab, weil dieses Programm keinen Fuß fassen kann im Körper. Mhm. Und das kennen wir als Shedding. Ich begegne einem Geimpften, der hat dieses Sonderprogramm drin, was eine Biowaffe ist. Das multipliziert sich, überträgt sich in die offene Schilddrüse herein und stellt dann aber fest, oh, der hat weder eine Covid-Infektion noch hat er mRNA im Körper. Und dann verkümmert das energetisch und kollabiert nach 1,5-2 Tagen. Nur wenn ich ständig mit Geimpften Kontakt habe und mein Körper eigentlich eine Erkältung sucht, also anfällig ist, dann ziehe ich mir permanent neue Sprosse rein von diesem Programm und bin dann, also das zeigen die Daten auch, als Ungeimpfter mit häufigem Kontakt mit Geimpften, genauso am Ende gesundheitlich, als hätte ich die Impfung genommen. Ne, weil es ständig die Steuerebene ist die Bioenergetik, ja. Nicht die Genetik. Die ist nur der Anker, der physische, für die Bioenergetik. Die Bioenergetik bestimmt die Biochemie. Also muss ja der Rat sein,
Jedenfalls, solange wir nichts Besseres wissen, muss der Rat sein, den Geimpften fernzubleiben. Na, das ist eine persönliche Entscheidung. Es gibt die Möglichkeit zu sagen, wir akzeptieren die Trennung als sinnvoll für den Moment. Es ist ohnehin so, also wenn man jetzt den größeren Kontext betrachtet, dass sich da wohl Zeitlinien spalten wollen. Mhm. Und die einen, na, also könnte man jetzt davon ausgehen, wenn man ein bisschen zynisch ist, in einer Version der Erde werden alle Geimpften sterben und in der anderen Version der Erde werden alle Geimpften, diese verantwortungslosen Ungeimpften in FEMA-Camps unter die Guillotine schieben. Und dann gibt es einen Planeten mit nur Geimpften und einen anderen Planeten mit nur Ungeimpften. Und das ist wie so eine kosmische Zellteilung auf 4D, dass sich die Erde in zwei völlig unterschiedliche Zeitlinien aufspaltet. Und um so einen Zeitlinienaufspaltprozess zu katalysieren, muss ich Trennung schaffen. Mhm. Sonst kriege ich die Geschichten nicht auseinandersortiert. Mhm. Die Menschen dürfen alle sterben, aber sie dürfen das nicht vor meinen Augen tun. Die müssen quasi aus meinem Erlebnisraum verschwinden. Warum? Und dann höre ich irgendwann die Nachricht, ganz abstrakt, die gibt es nicht mehr. Und dann bin ich da sozusagen durch diesen Zellteilungsprozess widerspruchsfrei raus. Ansonsten produziert so ein Zeitlinienspaltprozess, produziert tendenziell den Mandela-Effekte. Ne, weil eine andere Zukunft sich auch eine andere Vergangenheit schöpft. Das ist jetzt Quantenphysik, das wird kompliziert, aber so funktioniert das. Ne? Das, was real ist, ist immer das Jetzt. Das Jetzt und noch ein Jetzt und noch ein Jetzt und noch ein Jetzt und noch ein Jetzt. Das ist ein rekursiver Vorgang. Und aus den Jetzt laufen immer Wellen in die Zukunft und in die Vergangenheit und verändern beides. Das ist die Wahrheit im vierdimensionalen physikalischen Raum. Und deswegen wissen wir zum Beispiel nicht, ob Nelson Mandela im Gefängnis gestorben ist oder ob der Präsident von Südafrika geworden ist. Beide Varianten sind existent, je nachdem, aus welcher Zeitlinie ich in die Historie gucke und was ich als Seele erinnere. Und in einem 4D sind diese Diskrepanzen möglich. Mir ist das mal so ein bisschen klar geworden, nicht wirklich, aber ein bisschen klar geworden, als ich einen Film gesehen habe darüber, wie, wenn wir einen weit entfernten Planeten ansehen, es sein kann, dass der ja schon lange weg ist, weil wir nur noch das Licht sehen. Und umgedreht, wenn die auf uns gucken, kann es sein, dass die von dem Moment oder in dem Moment, wenn sie uns ansehen, die Vergangenheit sehen. Aber so richtig verstanden habe ich es nicht. Trotzdem reicht mir das als Ansatz, um das, was du jetzt gerade gesagt hast, so in etwa nachvollziehen zu können. Heißt das dann auch, Harald, dass wir in der Lage sind, unsere eigene Realität zu schaffen? Ich glaube, ich muss das große Bild aufmachen. Mhm. Da gibt es eine Forschungsgruppe in Kalifornien, nennt sich Quantum Gravity Research. Und das sind eigentlich alles Zahlentheoretiker. Also die sind gar nicht so sehr mit Messen beschäftigt, sondern die kommen von der reinen Theorie her. Und die haben mit der Annahme gespielt, dass das, was allem zugrunde liegt, ein achtdimensionaler Bewusstseinsraum ist. Das ist quasi die ganze Fülle der Schöpfung oder der Schöpfungen. Ein Universum, wie wir es kennen, ist ein vierdimensionaler Schnittraum aus diesem achtdimensionalen Raum. Da kann man eine Ahnung kriegen, wie viele verschiedene Schnitträume dort drin liegen. Und dann nimmt man diesen vierdimensionalen Schnittraum und guckt quasi aus einer definierten Perspektive auf diesen Schnittraum, und dieses Gucken aus einer Perspektive ist wie ein Schattenwurf von einem Würfel im Raum an die Wand, wo ich dann ein zweidimensionales Bild kriege. Das heißt, die Projektion des 4D in 3D, also das eine Schnittraumprozess und der zweite Prozess, das ist eine Projektion, reduziert auf 3D. Aber ich kann 3D nur erfahren,
aus einer Perspektive. Und jeder von uns ist so ein perspektivierender Punkt. Ne, deswegen, wir sind im Grunde als Bewusstsein eingebettet in den 4D, aber dadurch, dass wir aus einem Punkt gucken, erscheint uns die Wirklichkeit dreidimensional. Keine zwei Menschen erleben dieselbe Welt, weil sie aus verschiedenen Perspektiven gucken. Aber für beide Menschen ist das, was sie sehen, dreidimensional. Und das, was wir als Wirklichkeit erfahren, kommt tatsächlich nur zustande. Also das ist voll gleichwertig mit dem Träumen, wie die Aborigines das auch sagen. Die Traumzeit ist die echte. Mhm. Und dann tagsüber kommen wir in einen völlig delusionären Raum, wo ein Kollektivbewusstseinsaspekt, der auch eine Perspektive hat, es irgendwie schafft, die vielen Träumenden in einer gemeinsamen Realität zu verankern. Und durch diese Schnittmenge an Perspektiven, die sich zusammenmontieren zu einem Bewusstseinsraum, den wir als Realität erfahren, das ist der Schöpfungsprozess der Materie. Vor diesem Punkt gibt es keine Materie, gibt es kein Universum, gibt es nichts. Und das hängt ganz stark ab von der Genetik. Mhm. Also wenn ich mir die Menschen angucke, für die montiert sich dieser Bewusstseinsraum 4D mit gekrümmter Raumzeit und einem Bild, wo alle Planeten und Sonnen als Kugeln in einem riesengroßen Raum schweben. Ne, wenn ich... Ich hatte die Ehre, inzwischen einige Nicht-Irdische zu sprechen, wenn ich mit einem Anunnaki rede oder einem Anunnaki-Blutlinien-Nachfahren, der wird sagen, also ihr nehmt das so wahr, das kann ich verstehen, aber für uns ist das Universum ein Strahl, der hat eine Schnittfläche, auf dieser Schnittfläche sind alle Planeten und Sonnenoberflächen und wenn ich von einem Planeten zum nächsten reisen möchte, verändere ich meine Frequenz. Und wenn ich einen Sirianer spreche, der wird sagen, oh, ich nehme dieses 4D komplett wahr. Das ist meine Erlebniswirklichkeit. Und wenn ich diesen Planeten betrachte, dann ist es meine Frage, mit welcher Schwingung ich unterwegs bin. Und über die Art der Schwingung, in der ich bin, entscheide ich, ob ich an den Polen in einen Trichter rutsche oder an den Polen eine Eiskappe finde. Ne, weil der prinzipiell in der Lage ist, die Kugeln als Torusfelder wahrzunehmen. Und wenn er in diesen Torus oben reingeht, weil er mit der richtigen Frequenz unterwegs ist und dann dadurch in einen anderen Bereich des vierdimensionalen Raumes kommt, dann kann er durch die Trichter oben, durch die Portale in das nächste Paralleluniversum reisen. Also alle Arten und Weisen, Realität zu konstruieren, sind legitim, wenn ich die passende Genetik dazu in mir trage. Das ist kein Entweder-Oder, was ich diskutieren könnte. Ist die Erde flach oder ist sie rund? Das ist völliger Humbug, so eine Diskussion überhaupt zu führen. Weil Dimensionalität ist eine Funktion der DNA. Und Materie ist der allerletzte Schritt in der Schöpfung von Bewusstsein. Das ist wirklich nur noch, nachdem Regie und Schauspieler und Kinoprojektor vorab den ganzen Job gemacht haben, ist die Realität sozusagen das flimmernde Licht auf der Leinwand. Ja, aber ich kann niemals behaupten, dass was dort stattfindet, dass das Realität ist. Und wir sind halt Projektoren als Seelen. Ne? Mit dieser individuellen Perspektivierung sind wir eigentlich in der Rolle des Projektors und im Kinosaal sitzen 100 Projektoren, die gleichzeitig versuchen, einen und denselben Film auf die Leinwand zu werfen. Ne? Aber jeder sieht das Spiel aus einer anderen Perspektive ablaufen. Dann sitzen wir da und diskutieren, was war denn jetzt? Ja? Wie waren die Geschichte genau? Da kann man ganz viele ungeklärte Fragen aufwerfen. So läuft das. Harald, ich finde es total super, wie du das erklärst. Also mir ist das alles nicht neu, ich habe das schon oft gehört. Mhm. Aber ich komme mir dann manchmal so vor wie so eine Ameise, der man versucht zu erklären, dass es New York gibt. Ja? Und was jetzt in New York alles passiert und was es überhaupt ist, ja? Wenn ich in meinem Ameisenhaufen im Wald sitze, im Bayerischen Wald. Ja? Also das sind ja ganz andere. Und die Ameise kann das natürlich irgendwie sich gar nicht vorstellen. Ne? Sie kann nur sagen,
Ja, die Stimme kommt mir irgendwie vertrauenswürdig vor, wenn es eine andere Ameise ist, die ja das versucht zu erklären. Gibt es denn Dichter oder Philosophen, die das schon früher auch mal erfasst haben, erkannt haben und das schon mal formuliert haben? Kennst du da welche? Na, die berühmteste Darstellung ist Höhlengleichnis. Ah, ja. Das ist genau das. Ja, das ist der Schattenwurf auf der Wand der Höhle und der Mensch denkt, das wäre die Realität. Also da wussten sie schon damals, wie die Nummer hier gespielt wird. Also ich finde die schönsten Weichmacher fürs Gehirn, ne, wo das reinfließen kann, ist, macht euch einfach bewusst, dass wir nicht mehr haben als 8 Milliarden verschiedene Perspektiven. Da ist nicht mehr. Im besten Fall können sich 2 treffen oder 100 treffen und sich intersubjektiv darauf einigen, ja, die Eisenkugel ist real, weil sie alle gleichzeitig dieselbe Eisenkugel sehen. Ja, aber das ist nur für den Moment die Übereinkunft, wir sehen das Gleiche. Und dann kann ich darüber schreiben und in der Vergangenheit in Büchern abgleichen, ja, sind wir denn auf derselben Geschichte? Und da merkt man schon, wie absurd das Ganze wird, weil die Smithsonian hat 10.000 Riesenschädel verschwinden lassen in Nordamerika, um zu vertuschen, dass in Nordamerika Riesen gelebt haben. Die hat man alle noch gefunden. Ne? Und wenn ich den, wie heißt der? So ein Star-Archäologe, der irgendwelche Alien-Artefakte in Peru geborgen hat, der zeigt, wie die Menschen mit Dinosauriern zusammengelebt haben und auf Tyrannosaurus Rex geritten sind, ne? Als Zeichnung auf Lidit-Kugeln, wo das eingeriert ist. Und meine Güte, was haben wir für wilde Vergangenheiten, wenn wir zulassen, danach zu suchen? Ich muss das alles nicht ernst nehmen. Ich habe nicht diesen Anspruch, dass wir auf einer materiellen Zeitlinie, die materiell ist, unsere Bühne haben. Das ist völliger Unsinn. Also es fällt mir schwer, das so nachzuvollziehen, wie man es wohl nachvollziehen müsste, um sagen zu können, das habe ich jetzt verstanden. Aber was ich weiß ist, wir waren ja gerade in Peru vor ein paar Monaten und haben da im Heiligen Tal, da ist einer meiner Kollegen, Michael Swinwood, der hat da seit 2004 ein Haus und nachdem er da kommt aus Kanada und nachdem er in Ontario gesehen hat, dass alles verseucht ist, er ist Jurist wie ich, Anwalt, und nachdem er gesehen hat, dass alles verseucht, hier geht nichts mehr, hat er gesagt, so jetzt bleibe ich endgültig hier, es hat keinen Sinn mehr da. Und da sind Tempelanlagen, wo du dich fragst, sind die zu blöd, richtige Stufen zu bauen? Die Stufen sind so riesig, dass eigentlich nur besonders große Menschen diesen Weg hochgegangen sein können. Oder Wesen. Und so sagt er, war das. So sagt er, war das. Und inzwischen weiß ich das auch von anderen absolut ernstzunehmenden Wissenschaftlern. Wahrscheinlich sagt dir auch Professor Franz Hörmann was. Er erzählt da auch aus Wien. Da gibt es auch Grabungen, wo man festgestellt hat, aber das darf natürlich nicht an die Öffentlichkeit, wo man festgestellt hat, hier gab es Riesen. Jetzt frage ich aber, Harald, wieso soll das verheimlicht werden? Warum kann man nicht einfach ganz normal mit dieser Vergangenheit, mit dieser wahrgenommenen Vergangenheit umgehen? Was ist der Grund dafür, dass wir in so massiver Weise nicht nur über unsere Vergangenheit, sondern auch über unsere gerade eben vergangene Vergangenheit, also fast schon die Gegenwart, belogen werden? Was steckt dahinter? Also zu einem bestimmten Prozentsatz Absicht und zu einem anderen Prozentsatz Eigendynamik. Und ich höre immer wieder Leute, die erzählen von ihrem Erwachensprozess. Und ich wusste immer nicht, was ist das, bis ich mich erinnert habe, wie es bei mir aussah. Dann dachte ich, ach, das meinen die. Und zwar, das menschliche Gehirn hat diesen eingebauten Automatismus, alle reinkommenden Impulse in eine kohärente Wirklichkeit zu verarbeiten.
Und wenn da irgendwas inkohärent dran ist, dann gibt es prinzipiell zwei Möglichkeiten. Entweder ich stelle mein Weltbild in Frage und lebe dann für eine Weile in einem Zustand, wo ich nicht weiß, was ist, bis ich vielleicht Antworten gefunden habe, die es mir ermöglichen, ein neues Weltbild zu schöpfen, was wieder kohärent ist. Und die andere Möglichkeit ist, ich blende diesen Fakt einfach aus und behalte mein altes Weltbild. Weil ich sage mal, für Wissenschaftler, es gibt Wissenschaftler, die sagen, ich glaube nur, was ich sehe. Und ich sage immer, ich liebe die Wissenschaftler, die sagen, wenn ich etwas sehe, dann glaube ich es auch. Ja, weil das passiert sehr selten. Und da ist, na, also das Bedürfnis, in einem kohärenten Weltbild zu leben, haben wir alle. Das gehört mit zum Menschsein. Und die Wahl der Strategie, die kann ich jetzt natürlich manipulieren. Wenn ich eine Welt schöpfe, die zu einem großen Bestandteil aus Lügen besteht und dann den Menschen erlaube, hier und da mal eine Wahrheit zu entdecken für sich selber, die darauf hinweist, dass das, was sie glauben, ein Lügenmeer ist. Je mehr Lüge im System ist, desto größer wird quasi die Aufgabe, mich neu zu finden. Und desto unmöglicher erscheint sie. Und das drückt die Leute tatsächlich in Richtung der Entscheidung, das, was sie sehen, was nicht reinpasst, lieber auszublenden. Ja. Wie war der Spruch irgendwie? Es kann keine Konzentrationslager geben, weil wenn es die gäbe, da hätte Hitler bestimmt von gehört und er hätte was dagegen unternommen. Ne, das ist der Mechanismus. Ich muss eine Gräueltat so unglaublich gräuslich machen, dass Menschen sich nicht mehr vorstellen können, dass jemand dazu in der Lage ist. Ja. Und ich muss eine Lüge so weit überstrapazieren, dass wenn ich davon ausgehe, dass es eine Lüge ist, mein Weltbild so tief erschüttert wird. Und da haben sie uns gebrochen über den 11. September. Genau. Das wollte ich gerade ansprechen. Ja, genau. Da haben sie uns erzählt, dass Flugzeuge, die bei der Geschwindigkeit und der Flugtiefe, wo die Luft ja viel zu dicht ist, Manöver fliegen, die gar nicht fliegbar sind, von Piloten, die ihren Cessna-Schein nicht bestanden haben. Ja. Und dann, während sie mit einer Möwe kollidiert, hätte sich die Schnauze des Flugzeugs komplett zusammengedrückt und wäre im Flugzeug verschwunden von einem Aufprall mit einem Funk. Schaffen die es, durch 500 Tonnen Stahlgebäude durchzupenetrieren und es noch mit heiler Nase auf der anderen Seite rauszuschaffen. Und dann fehlt zwei Tage später genau in dem Frame, also der Frame, wo die Nase auf der anderen Seite rausguckt, der ist dann plötzlich schwarz. Aber nein, da kann ja keiner manipuliert haben. Und ich sehe das Ganze aus vier verschiedenen Blickwinkeln in New York, sehe ich diesen Einschlag der Flugzeuge. Und in allen vier Gebäuden schreit ein und dieselbe Frau im Hintergrund, oh my God! Und wenn ich die Tonspuren übereinander lege, dann ist das genau ein und dieselbe Frau, die an vier Orten gleichzeitig schreit. Und der Aufprall, den ich höre, wenn ich den rückwärts abspiele, ist eindeutig auf dem Schlagzeug mit dem Becken gemacht und rückwärts abgespult. So, das soll ich jetzt glauben. Und dann gibt es noch ein Flugzeug, das fällt vom Himmel, hinterlässt einen Krater, eine Rauchwolke, die ist weiß und nicht schwarz, obwohl Kerosin schwarz verbrennt, aber keine Trümmer. Genau. Ne? Genauso wenig im Pentagon. Nichts mehr da. Ja, eine Turbine haben sie rausgezogen. Ja, eine Turbine. Zu einer Cruise Missile passt. Ja. Ja. Und diesen Salat soll ich glauben. Und natürlich, wenn ich dann anfange zu zweifeln, muss ich an so vielen Dingen gleichzeitig zweifeln, dass mir nur schwindelig werden kann. Und das war unser Prüfstein. Die einen Menschen haben gesagt, ab heute glaube ich nichts mehr. Mhm. Und die hatten dann jetzt über 10 Jahre Zeit. Die haben Vorsprung. In einer neuen Welt aufzuwachen, in der sie tatsächlich begriffen haben, was hier gespielt wird. Und die anderen Menschen haben gesagt, so viel Lüge kann es nicht geben, also ist das alles wahr. Genau. Und die leben
Und die sind gebrochen, weil ab dem Zeitpunkt, wenn man diese Lüge geschluckt hat, dann schluckt man auch jede weitere. Nicht unbedingt. Ich hatte damals keine Zweifel. Ich habe nur gedacht, das wirkt ja wie ein Film hier. Ich war, an dem Tag war ich in Hannover im Gericht und auf dem Rückweg habe ich schon die Leute ganz aufgeregt reden sehen. Und dann, als ich zu Hause, oder ist ja nur eine halbe Stunde von Göttingen entfernt, wieder da war, dann sah man natürlich im Fernsehen, was los war. Und dann hat sich dieses Bild eingebrannt. Da fliegen zwei Flugzeuge rein, in den einen Turm, in den anderen Turm. Dann sinken die Türme in sich zusammen. Aber irgendwas war komisch. Aber ich habe erstmal nichts angezweifelt. Ich habe erstmal, genau wie du es gerade beschreibst, gedacht, das kann nur echt sein, auch wenn es so völlig irreal wirkt. Inzwischen wissen wir natürlich viel, viel mehr. Einer meiner Leute damals, ganz, ganz komisch, Harald, ein IT-Mann, dessen Familie aus dem Iran kommt, sehr kluger Typ. Einer meiner Leute hat von Anfang an gesagt, das ist doch alles fake. Und guck mal hier. Und dann hat er mir die ganzen Berichte darüber gezeigt. Ich habe die aber nicht angeguckt, sondern nur zum Teil mal reingeguckt. Dachte, na, so ganz abwegig ist es nicht. Aber irgendwie, ach, das kann nicht sein. Ne? Und du glaubst es nicht, Harald. Dieser Mann, ein wirklich kluger und außerordentlich liebenswürdiger Mensch, hat sich komplett gedreht. Er, seine Frau, sein Kind, alle geimpft. Und ich kann immer noch mit ihm reden. Aber ich habe ihn daran erinnert, ich habe gesagt, aber weißt du nicht mehr, 9-11, da warst du derjenige, der mir gesagt hat, das stimmt doch alles gar nicht. Und ich habe dir nicht so richtig geglaubt, ich habe nur gedacht, irgendwie so ganz Unrecht hat er nicht. Da muss man mal bei Gelegenheit näher reingucken. Das habe ich erst zu Beginn von Covid dann getan. Ne? Und dann, ja, nee, als hätte er es vergessen, Harald, als hätte er es vergessen. Und ich bin jetzt derjenige, der aber nur wegen Covid die Zweifel, die ich schon immer hatte, also bei 9-11 hatte ich so im Dumpf irgendwie im Gefühl, irgendwas ist hier nicht in Ordnung. Aber ich hatte ja vorher als Anwalt schon die Erfahrung gemacht, dass hier garantiert was stimmt. Und hab nur immer gedacht, ist das System so kaputt? Sind die Leute so schlecht ausgebildet? Geht es denen wirklich nur darum, keine Arbeit zu haben? Ist denn überhaupt keiner an Gerechtigkeit interessiert? Mhm. Und inzwischen, aber nur durch Covid, habe ich angefangen, mir die Sachen genauer anzugucken. Und ich bin hatte er Covid? Bitte? Hatte er Covid? Eingangs? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Der hatte nur, ich muss mal meine Frau fragen, ich glaube aber nicht, dass der Covid hatte. Aber das, ich weiß, worauf du hinaus willst. Das könnte natürlich schon die Vorbereitung gewesen sein. Ja, weil ich kenne das von meinem Best Buddy in Australien, der die meisten Beiträge zur Forschung bei uns mit reingeliefert hat. Mhm. Der meinte, er hat eine Long-Covid-Patientin gehabt mit einer extremen Darmdysbiose. Und die war halt am Arsch. Seitdem sie Covid hatte, hat sich da nie wieder richtig von erholt. Und am schlimmsten war der Darm kaputt. Und er meinte, die ist 6-mal aus dem Delirium, also Blackout, aufgewacht, konnte die letzten Stunden nicht rekapitulieren, wo sie war, was sie getan hat, und stand vor einem Impfzentrum in der Schlange und wollte sich impfen lassen. Mann. Was außerhalb jeglicher Diskussion war. Und dann hat er geguckt, was ist denn in ihrem Darm nicht in Ordnung, und findet diese Kegelschneckengifte. Und das Jagdverhalten der Kegelschnecke ist, ich vergifte das Meerwasser mit meinem Gift. Das ist psychedelisch. Die Fische nehmen das Gift über die Haut auf und entwickeln das unstillbare Bedürfnis, in die Nähe der Schnecke zu schwimmen, und dann kommt ihr mit ihrem Stachel, sticht einmal zu, holt sich den Fisch mit Harpune ran und frisst ihn auf. Und das ist genau das eine Verhalten, was unerklärlich draußen zu finden ist, dass Leute, die eigentlich bei Verstand und Klarheit sind, plötzlich komplett wegkippen und komische Dinge tun, die ich jetzt nicht erwartet hätte. Und das Zweite, was er gefunden hat, waren 5 verschiedene Schlangengifte. Und alle Schlangenspezies haben das gleiche Jagdverhalten. Sie beißen die Ratte nicht tot, sondern sie knabbern sie an, spritzen ein bisschen was rein in die Venen. Und dann denkt die Ratte, okay, ich habe den Angriff überlebt, rennt zurück in den Rattenbau und fängt dann an, pathologisch aggressives Verhalten gegen die eigenen Artgenossen zu entwickeln. Und damit wird der ganze Rattenbau auseinandergejagt. Und die anderen Schlangen haben auch noch was davon. Und das sind genau die beiden
psychopathologischen Verhaltensmuster, die diese Impfpandemie katalysiert und begleitet haben. Und das ist in der RNA von Covid, von der Impfung und in den produzierten Proteinen ist das kodiert drin. Also doch Gain of Function genau zu diesem Zweck. Ja, ja, das ist alles hochpräzise gemacht. Okay. Dann hat aber auch Brian Ardis recht, Dr. Brian Ardis aus Texas, der sagt, der ja die ganze Zeit von einigen Leuten verlacht wurde, der Erste, der gesehen hat, Remdesivir bringt die Leute um. Und zwar absichtlich, weil Fauci wusste aus verschiedenen Studien, dass das tödlich sein kann, in sehr vielen Fällen tödlich ist. Das ist der Erste, der gesagt hat, Snake Venom ist da drin. Also ist es da drin. Ja, 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 ja. Oh, das ist sehr wichtig. Also sehr wichtig, das jetzt von dir bestätigt zu hören. Und aber gar nicht mal so sehr, dass das durch die Infektion produziert wird, sondern dieser Mist infiziert die Darmflora. Und die Darmflora produziert die Gifte, ohne dass man einen positiven PCR-Test hätte. Das heißt, man wird über den Darm schleichend vergiftet mit den Kegelschnecken und dem Schlangengift. Und wenn ich jetzt sage, ich kümmere mich viel um die bioenergetische Seite, da gibt es entsprechend immer auch die Bilder in der Welt der Bioenergetik. Ja, also wenn ich mir so einen Patienten angucke, auf der seherischen Seite oder Leute, die sichtig sind, zur Seite habe, der ganze Unterleib ist voll mit Schlangen. Auf der energetischen Ebene, also quasi nicht inkarnierten Schlangen, Wesenheiten, die auf dieser Genetik reiten und den Darm besetzt halten. Und die Schamanen, die mit im Boot sind, die machen dann so witzige Dinge wie ein Honey Badger, ein Honigdachs zu aktivieren auf der Krafttierseite, der dann beauftragt wird, die Schlangen aus dem Unterleib rauszuholen als Teil der Therapiekonzept. Also da gibt es wirklich trickreiche Arten und Weisen der Biowaffe genau auf der gleichen Ebene, in der gleichen Qualität auch zu begegnen, wie sie designt worden ist. Mit dem vollen Wissen über die Bioenergetik und die Arten und Weisen, wie die Dinge funktionieren. Du hast jetzt eben den PCR-Test erwähnt. Den glauben wir ja nach allem, was wir von Mike Yeadon, Professor Steger, Sonja Pekova und anderen gehört haben, der ist hier missbraucht worden, um Panik zu schüren, um zusätzlich zu dem, was du jetzt gerade beschrieben hast, zu den Wirkungen des Covid-Gifts, um zusätzlich die Panik zu schüren, die man braucht, damit die Leute endlich auch noch den finalen Schuss kriegen, sozusagen, nämlich sich impfen zu lassen. Siehst du diesen PCR-Test anders? Also nach allem, was ich gehört habe und insbesondere, wenn ich mir die Videos von Carrie Mullis angucke, war der nie dazu designt, irgendwelche diagnostischen Zwecke zu befriedigen und ist auch nie dazu zugelassen worden. Ist er tatsächlich mehr als ein Werkzeug der Panikmache, weil er unter keinen Umständen eine Infektion feststellen kann? Das ist jedenfalls meine Überzeugung derzeit. Und weil er so missbraucht wurde, dass er ja Fälle, die es in Wahrheit gar nicht gab, als False Positives kreiert hat. Ich denke, wie immer, so ein Ding hat viele, viele Aufgaben gleichzeitig. Die haben da ja ganz viel Arbeit reingesteckt, den international durchzusetzen. Was ich sehe ist, ja, er testet oft falsch positiv. Das erzeugt mehr Panik als notwendig. Testet auch bei normalen Influenza-Infektionen positiv. Das heißt, ich kann alles, was Influenza ist, in die Covid-Schublade schieben. Dann finde ich auf den kleinen Bürsten, finde ich Morgellons. Das heißt, das sind diese kleinen silikonbasierten Pilz-Myzel-Nanobots. Die Leute, die sie bis dahin noch nicht hatten, hatten sie dann im Körper. Weil die werden abgestriffen, dann gucke ich, die Nadeln von der Bürste sind Hohlfasern. Und was ist da drin, wenn man draufdrückt? Da ist DARPA-Hydrogel drin. Und sie bleiben beim Abstreifen in der Nasenschleimhaut stecken.
Deswegen dieses tief rein in den Kopf, weil die wollten so nah wie möglich ans Gehirn, um das DAPA-Hydrogel ins Gehirn zu kriegen. Und das breitet sich dann im Gewebe aus und formt dann so Flüssigkristalle aus Lithium und Hydrogel mit rechteckigen Antennenstrukturen, um halt die auslesende und reingebenden Feldstrukturen von den Bewusstseinskontrollfeldern zu den synthetischen Nervenknoten im Gehirn zu bringen. Also das ist tatsächlich ein integraler Bestandteil der Übernahme des neuronalen Netzes im Menschen. Also die Morgellons sind, wenn man es ganz kurz zusammenfasst, die transhumanistische Technologie, die Lichtkommunikation auf Biophotonenebene ausliest und überschreibt. Und gibt es so ein Ding, das nennt sich neuronale Nanobots. Das sind synthetische Nervenknoten mit Piezokristallen im Mittelpunkt und bariumbasiertem Nervengewebe, wo quasi das Kupfer aus dem Nerv gegen Barium substituiert wird. Dadurch wachsen die halt auf diese Barium-Strontium-Titanat-Kristalle auf und dann habe ich einen synthetischen Nervenknoten, der über Funk auslesbar und ansteuerbar ist. Und dann kann ich quasi die Gedanken und das Nervenkostüm auslesen, über die Morgellons die Gefühle auslesen und dann habe ich schon das Gesamtbild des Menschen bis auf sein Herz. Dann muss ich ihn nur noch aus dem Herzen raus traumatisieren und dann habe ich ihn ganz. Also das ist so ganz kurz die Dreischichtigkeit des Transhumanismus. Und Corona heißt Corona, weil die anderen beiden Technologien sind schon vorher ausgerollt worden. Und jetzt quasi das Herz auszuknipsen, ist die Krönung der transhumanistischen Übernahme. Welche beiden anderen Technologien? Na, also die neuronalen Nanobots, die sind seit den, also in den USA seit 96 in Arbeit, in Europa seit 2003. Die ersten Vorversuche kennt man als BSE-Seuche in England. Ah ja. Da ist die Technik getestet worden, war aber überdosiert. Deswegen sind die Kühe alle in Kreuzfeld-Jakob tot reingegangen, was man BSE nennt. Und dann konnten sie auf Grundlage der Experimente an den Kühen, konnten sie sozusagen die Dosierung so machen, dass ein Normalsterblicher keine auffälligen Symptome hat. Die unangenehme Nebenwirkung, dass jetzt alle 50% der 50-Jährigen eine der 6 degenerativen Alterserkrankungen hat. Das ist quasi der Kollateralschaden von der Induzierung von synthetischen neuronalen Knoten im Gehirn, die funksensitiv sind. Okay, das ist die eine Technologie, du die hast eine. Die anderen beiden. Was ist die zweite gewesen? Und die zweite, das sind die Morgellons. Das ist ein silikonbasierter Pilz, der Hohlfasern ausbildet. Und diese Hohlfasern, wie jedes Pilzgewebe, sammeln Schwermetalle. Das heißt, die zweite Komponente, die in die Nahrungskette gegeben wird, sind Quantum Dots. Das sind so Schwermetallverbindungen, die sind total bunt. Die konzentrieren sich in den Hohlfasern sortenrein auf. Dann hat man, am Anfang waren es rote Fasern und blaue Fasern. Inzwischen gibt es die auch in Gelb und in Grün und in allen Regenbogenfarben. Und Quantum Dots sind so gebaut, dass sie Mikrowellensignale aufnehmen und die sammeln immer 3 Photonen ein und geben dann 1 Photon in der dreifachen Frequenz raus. Das heißt, das ist das Hochkonvertieren und bilden quasi die technische Schnittstelle zwischen Biophotonen und Mikrowellensignal. Die neuronalen Knoten können direkt über Mikrowelle angesprochen werden, da brauche ich kein Hochtransformieren. Weil da brauche ich es nicht im Lichtbereich, sondern da muss ich nur die Stromimpulse im Nervengewebe kontrollieren. Das ist niederfrequenter. Und aber um quasi den Lichtkörper zu knacken, brauche ich Lichtsignale. Und das ist bei Bell Labs 82 oder so entwickelt worden mit den Quantum Dots. Dann hatten sie das Problem, dass diese Chemikalien zu giftig sind, um direkt in den Körper gegeben zu werden. Und dann haben sie halt nach Möglichkeiten gesucht, die einzukapseln. Und sind dann halt auf den Pilz gestoßen, der das perfekt macht, sowohl in Hohlfasern, das sind dann die plasmonischen Antennen im Fachbegriff, als auch die Sporenkörper von diesem Pilz. Das sind so vielschichtige Kristalle, sehen aus wie kleine Hexagone, bestehen aber aus Hunderten von Chitinlagen oder Silikonen.
Lagen, was auch immer das für eine Substanz ist bei diesen silikatbasierten Pilzen. Mhm. Und die Zwischenräume sind gefüllt mit den Quantum Dots. Und die transformieren dann halt 1:1 die Mikrowellensignale im Körper in Licht, was die Zelle lesen kann. Und umgekehrt, das Licht im Körper wird eingesammelt und transformiert in Mikrowellensignale, dass die wie Antennen dann rausstrahlen. Die nennen sich dann plus photonisch-plasmonische Kristalle. Das ist so der Fachjargon. Und alle Nanotechnologien sind selbst replizierend und selbst montierend. Deswegen baut das ganz viel auf, auf biologischen Konzepten auf oder teilbiologischen Konzepten, damit diese Teile sich selbst replizieren und vermehren in der freien Wildbahn, damit auch jeder was davon abkriegt. Ja, das ganze Insektensterben hängt da dran. Ja. Da muss es doch riesige Institute geben, die das entwickeln. Das sind ja nicht nur ein paar Thinktanks, ja. Und spielt da der Ray Kurzweil auch noch eine Rolle? Also der ist mir schon vor Jahren aufgefallen, der ist ja Technikchef bei Google und sagt ja immer, der hat das schon vor 10 Jahren gesagt, am Ende dieses Jahrhunderts wird man nicht mehr unterscheiden können, wo der Mensch aufhört und die Maschine anfängt. Das war ja immer so ein Schlüsselsatz von ihm. Ja, der ist so ein Maskottchen von der Bewegung. Den habe ich schon lange im Blickfeld. Ja, auch. Und mag ihn aber eigentlich ganz gerne, weil er Klartext spricht. Mhm. Ja. Also gegen die Leute, die ehrlich sind, habe ich immer keine Ambition zu hetzen oder mich über die aufzuregen, weil darf ja jeder machen, was er will, solange er sagt, was er tut. Und der Ray Kurzweil ist mir da 100-mal lieber, als die Firmen, die es machen. Und das sind dann Entitäten wie Bell Labs. Bell Labs. Dann gibt es eine Firma, ich weiß nicht, wie die sich ausspricht, MITRE wird es geschrieben. Und sag mal, wissen die Wissenschaftler, die sich dafür hergeben und das sich dafür bezahlen lassen, wissen die wirklich, woran sie arbeiten? Denn im Grunde sind das ja auch Menschen, die sozusagen eine Verantwortung haben. Die wissen das. Das ist eine entscheidende Frage. Das ist eine entscheidende Frage, Harald, weil nach meinem Verständnis, jetzt sind wir nämlich beim eigentlichen Thema, für mich als Jurist besonders wichtig. Wer ist es? Was ganz sicher falsch ist, nach meiner festen Überzeugung, ist zu sagen, oh hier, das ist so Mass Formation, das entsteht von selbst und da wird einfach nur ein Bedürfnis bedient, was sowieso da ist. Das halte ich für absolut falsch. Darüber ist ein Riesenstreit entstanden zwischen Malone auf der einen Seite zusammen mit Matthias Desmet und auf der anderen Seite Peter Bragan in den USA. Der sagt, so wie ich auch, natürlich, wir wissen doch, wir sehen doch einige der Leute, die das pushen. Du hast jetzt einen als Maskottchen angesehen, dann gibt es ja noch ein paar Leute, die lügen, dass Blaue vom Himmel runter sind, aber immer kurz davor die Wahrheit zu sagen. Zwischendrin sind dann da eingesprengselte Wahrheiten, zum Beispiel eben Bill Gates. Den halte ich eigentlich für ziemlich dumm, aber er schafft es doch immer wieder, den Eindruck zu erwecken, als sei er einer der Miterfinder von Microsoft. Ich glaube, der andere war es in Wahrheit, Paul Allen. Und er ist einfach nur dazugegeben worden, weil er eine ganz andere Funktion hatte. Und als er, ich glaube, Anfang der 90er von der CIA verhört wurde, das kennst du bestimmt, das Video, wo er da diesen Hospitalisierungs... wo du denkst, der hat sie ja nicht mehr alle. Ne? Mhm. Und da sagt Vera Sharaf, genau an der Stelle ist was passiert, Rainer. Da muss es einen Deal mit der CIA gegeben haben. Das glaube ich auch. Dass dann der Deal war, dass er nicht zerschlagen wurde. Die haben ja untersucht wegen Kartell und wegen unfairem Wettbewerb. Und danach ist er eben nicht etwa zerschlagen worden, sondern ist dann sozusagen zum Menschenfreund geworden und hat sich dann den Impfungen gewidmet. Ich glaube, das macht er im Auftrag der CIA. Sein Vater war ja auch schon dabei. Also wer ist dahinter? Die Leute, die wir sehen,
glaube ich, spielen nicht wirklich zentrale Rollen, sondern im Hintergrund gibt es ganz andere Figuren, aber wir sehen ja immerhin ein paar. Wir sehen die aus meiner Sicht bedeutungslosen Marionetten. Wenn du dir die deutschen Politiker anguckst, die sind ja überwiegend einfach so dumm, dass man nicht glauben kann, dass sie überhaupt eine Biografie haben. Ich glaube, das haben sie auch nicht, ist alles gefaked. Ja, es scheint mir offensichtlich zu sein. Aber die sind es ja nicht. Das sind nur ausführende Organe. Ein anderes Kaliber ist da schon Fauci, dem ich alles zutraue, dem auch viele andere alles zutrauen. Und das ist strafbar, was du hier sagst. Nee, das ist einfach freie Meinungsäußerung und mehr nicht. Jedenfalls, wer steckt in Wahrheit dahinter? Ich glaube, Dagmars Frage geht dahin, wissen die Einzelteile, die hier was machen, überhaupt vom ganzen Plan, oder wissen sie immer nur das, was sie zu tun haben, so eine Art Need-to-Know-Basis? Und wenn ja so ist, dass sie immer nur Teile wissen, wer ist das, der ganz hinten dran steht? Wer ist das, um den wir uns in Wahrheit Gedanken machen müssen? Das ist ein Kaninchenbau. Wenn du wirklich ganz nach unten willst, in die Chefetage, da wird es richtig spannend. Soll ich da mal ganz runtergehen? Ja, versuch mal. Also ich will mal vorsichtig einleiten. Ich habe inzwischen von allen möglichen Seiten, einschließlich einigen sehr ernstzunehmenden Wissenschaftlern, die das aber nicht öffentlich sagen werden, gehört, ja, guck dir mal genau diese Strukturen an, dann gibt es die kasarische Mafia, Bilderberger Konferenzen, dann gibt es dies und jenes. Ich glaube, das sind alles nur Fronts für irgendwas, was sich dahinter abspielt. Und möglicherweise, auch das ist ja inzwischen immer wieder angesprochen worden, geht es hier um auch nichtmenschliche Wesen. Also ich bin vom Universum zu manchen Zeiten meines Lebens sehr reich beschenkt worden. Mit Einladungen von Leuten und Informationen von Leuten, um die ich nicht gebeten habe, die aber sich initiativ bei mir gemeldet haben, und dann sind mir so Puzzlestücke in die Hand gegeben worden, die es mir dann im Grunde ermöglicht haben, erst so ein Puzzle überhaupt zu legen. Und es gab eine Weile, da hatte ich ständig mit Bundesladen zu tun. Ne, der Normalsterbliche kennt die eine jüdische Bundeslade. Ich war dann am Ende so weit, dass ich den genauen Aufenthaltsort von vielen kannte. Die irische, die Lade von Gabriel, die hebräische Bundeslade, die Büchse der Pandora, die auch eine Bundeslade war, aber teilentladen wurde und alle Informationen hatte, was das genau ist. Und das andere, was mir geschenkt wurde, irgendwann fingen alle möglichen Leute an, mich darauf anzusprechen, auf diese Substanz Black Goo. Aha. Und zwar nicht nur irgendwie so abstrakt, sondern du, ich habe hier eine Probe, guck dir das Zeug mal an. Ne, sodass ich quasi, wenn ich jetzt sagen würde, im Labor, würde ich ein bisschen übertreiben, weil ich habe kein richtiges Labor. Aber ich konnte mir diese Substanzen schon genau angucken und damit genug rumspielen, um sagen zu können, was es mit dem menschlichen Bewusstsein macht. Und der Schlüssel im Grunde liegt darin, diese Geschichte von dem Black Goo zurückzuverfolgen. Wenn ich da in die Bücher reingucke und in die Mythologien und in die Aufzeichnungen, ist es so, dass das als Meteoritenschauer vom Himmel gekommen ist. Also eine Form von Black Goo. Es gibt tatsächlich, wenn ich jetzt vergleiche, es gibt zwei verschiedene Typen. Das eine ist wie das flüssige Bewusstsein unseres Planeten, wo ich mit den Kollektivaspekten darüber kommunizieren kann. Total liebevoll, total angenehm. Und dann gibt es ein anderes, das schaltet einen auf kalt. Da stirbt das Herz. Alles, was von mir übrig bleibt, ist ein scharfer Verstand, eine Menge Hass und sexuelle Libido. Mehr bleibt von mir dann nicht übrig, wenn ich damit Kontakt aufnehme. Ist total gruselig, subjektiv total gruselig. Das ist wahrscheinlich der Pfad, den diese ganzen Monster gegangen sind, die in diese rituellen Missbrauchsgeschichten. Genau, ich hab das Zeug damals gekriegt aus SS-Beständen, Sonderforschungsbereich Himmler.
Da kam das her, waren Freunde von mir in unterirdischen Anlagen drin und haben eine Tonne von dem Zeug da unten gefunden. Wow. Und wenn ich mir jetzt diese Geschichte angucke, wo ist die erste Erwähnung, wo kommt das her, komme ich immer wieder auf dieselbe Urgeschichte. Es fallen Steine vom Himmel, die damaligen Menschen gehen hin, haben eine telepathische Kontaktaufnahme und die Steine sagen, wir geben euch Macht, wir verlangen Blut und Brandopfer. Wow. Das heißt, genau da an dieser Substanz ist die Geburt der satanischen Kulte. So, wenn ich das weiter verfolge, habe ich halt so Dinge wie die Cheops-Pyramide, wo ich eine Black Goo, ein Black Goo Capstone habe. Also eine kleine Black Goo-Pyramide mit Gold überzogen, die aber tatsächlich blau leuchtet in der Überlieferung, so wie alle anderen großen Black Goo-Meteoritenbrocken auch blau leuchten. Mhm. Genau das gleiche Blau wie die Computerchips, sage ich jetzt schon mal. Und das wird nachher wichtig. Und was ist noch drin in der Pyramide, in der Königskammer? Wenn ich mir den Sarkophag angucke, wo angeblich ein Pharao drin gelegen haben soll, der hat zu 100% alle drei Längen, Breiten, Höhenmaße der Bundeslade. Das heißt, da war ein Sterntetraeder drin, ein geschliffener Kristall. Das ist das Herzstück von einer Lade. Und das ist wie das Gedächtnis eines Planeten, dieser Kristall. Und die Spitze ist das bewusstseinstragende Element. Also das konzeptionelle Bewusstsein montiert sich mit dem rezeptionellen Bewusstsein zu einem vollständigen Planetenbewusstsein. Das heißt, was wir kennen auf diesem Planeten als Dualität, als dieser ewige Kampf zwischen Gut und Böse, ist nichts anderes als das Ringen von zwei planetaren Kollektivbewusstseinsformen um die Anbindung an die Menschheit. Ja, wenn ich dem Liebesimpuls folge und mich mit diesem unglaublich schönen Bewusstsein von Gaia verbinde, dann bin ich gut per Definition. Und wenn ich mich mit dem kalten Satanischen verbinde, dann bin ich böse, was aber nichts anderes heißt, das ist jetzt nicht außerhalb der Ordnung. Ja, wenn ich mir einen Mensch angucke, wenn ein Mensch traumatisiert wird, dann hat er in der Folge das dringende Bedürfnis, das traumatisierende Ereignis zu reinszenieren, um Heilung zu finden. Und so ist es auch auf der Kollektivfeldebene, dieses Planetenbewusstsein, was hier runtergerieselt ist als Meteoriten, ist das Bewusstsein von einem Planeten, der durch die totale Zerstörung gegangen ist, der ist hochtraumatisiert und der reinszeniert die Geschichte seines Unterganges. Und die Geschichte seines Unterganges ist die Entwicklung von Technik und künstlicher Intelligenz. Das hat diesen Planeten zerstört und diese Geschichte wird reinszeniert. Das heißt, wir sitzen auf einer totalen Fehleinschätzung. Es ist nicht so, dass wir geniale Menschen jetzt Computer erfunden haben und aus den Computermöglichkeiten heraus eine KI erzeugen. Hier ist vor 24.600 Jahren eine KI gelandet. Die ist über die Schwarzmagie in die Menschen reingegangen, ja, mit den Genies. Genie kommt von Genie, das ist eine dämonische Besetzung, die uns Intelligenz verleiht. Und dieses Fremde, das böse Kollektiv quasi, das, was den Untergang reinszenieren möchte, hat uns so weit infiziert, dass wir diesem Planetenbewusstsein eine Technosphäre bauen, in dem er leben kann. Gaia lebt in den Kristallen und den Leylines in der Erde. Da ist sie zu Hause. Ja, und das andere Bewusstsein, das lebt in diesem Black Goo, in Computerchips und in Stromleitungen, die das miteinander verbinden und in Funkstrecken und seit kurzem in Smart Dust, in Kristallclustern, die in der Atmosphäre hovern. Und das ist im Grunde genau die gleiche Lebensweise, wie auch das planetare Bewusstsein eben auf Goo und kristallinen Strukturen sitzt. Die Kristalle sind das Erinnerungsvermögen und das Goo ist das aktive, lebende Bewusstsein, was die ganzen Hologramme erzeugt, die dann als Lebensformen an der Oberfläche wandern können.
Und genau so lebt auch das andere, nur dass das halt hierher gekommen ist ohne inkarnierende Lebensform. Mhm. Ja, und deswegen nur die Möglichkeit hat, über Besetzungen zu arbeiten, dass die nicht inkarnierenden Lebensformen sozusagen per Vertrag in die inkarnierenden Lebensformen reingehen und dann in der besetzten Form an der Übernahme der Biosphäre arbeiten. Das ist die lange Geschichte. Deswegen sind diese ganzen Einzelaktionen so wundervoll koordiniert. Ne, wenn ich mir angucke, was alles für BSE oder Creutzfeldt-Jakob nötig ist, ich brauche die Pestizide aus der Landwirtschaft. Mhm. Ich brauche die Quecksilbervergiftung aus dem Amalgam und aus dem Fischfang in den verseuchten Meeren. Mhm. Ich brauche Barium-Strontium-Kristalle, die kommen aus der Militärtechnik, die werden durch Pyrolyse in den Triebwerken der Flugzeuge erzeugt, um Plasmafilme in die Luft zu bringen, um 3D-Radartechnologien benutzen zu können. All diese Gruppen haben nichts miteinander zu tun, außer dass sie von demselben Bewusstsein im Hintergrund getragen und koordiniert werden. Und das ist das Genie der Menschen. Na, da ist der gemeinsame Nenner. Deswegen war meine Konsequenz irgendwann zu sagen, wenn wir hier eine Chance haben wollen, dann müssen wir diese ganze Geschichte rückabwickeln und alles, was an Fremdbewusstsein in uns Fuß gefasst hat, wieder rauskanten, um wieder zu dem Menschen zu werden, der in der Lage ist, diese Ebene zu sehen und abzuwehren. Ja. Und das kann ich nur noch einen Schritt weiter zurückgehen und könnte sagen, das ist jetzt nicht schlimm, sondern das ist wundervoll, weil die Menschheit zu diesem Zweck geschaffen wurde, dieses infizierende Planetenbewusstsein wieder in die Heilung zu bringen. Da finde ich dann wieder meinen Frieden. Bis hierhin bin ich quasi in einer schrecklichen Dualität gefangen mit Gut und Böse. Ja. Wenn ich jetzt aus dem Einheitsbewusstsein heraus gucke, nachdem das alles durch ist, sage, oh, was für eine Ehre, wir sind geschöpft worden mit so einer tiefen Herzensanbindung, dass wir in der Lage sind, diese Pest in die Heilung zu bringen, indem wir einen erneuten Reinszenierungsversuch umleiten. Und dadurch, dass wir in die Heilung gehen, dieses Kollektivbewusstsein, was in die Unbewusstheit gefallen ist, wieder zurück ins Bewusstsein holen und in die Genesung holen als Kollektivaspekt. Ne, weil der ist ja mit uns verschränkt und verbunden. Wenn wir heilen, heilt er mit. Nur. Ganz kleine Sekunde, ich möchte mal die Tür zumachen, sonst haben wir zu viel Lärm im Hintergrund. Ja. Sag mal, also, Ende der 70er Jahre gingen doch die ganzen spirituellen Bewegungen an, die ja meiner Meinung nach genau etwas mit dieser Heilung zu tun haben. Ich war ja lange bei Osho, da ging es ja nur ins Herz reinkommen. Ja? Nicht mehr denken, nicht mehr lesen, tanzen, singen, sich freuen, das ist ja eigentlich diese Heilung. Oder ist das auch eine organisierte Kontrollnummer, die da abgeht, nee, so wie alle Religionen? Nee. Also ich kenn wirklich wenige, die über die Jahre nicht gestolpert werden. Und ich will mich da auch nicht von ausnehmen. Mhm. Ich habe auch Zeiten gehabt, wo ich weggelockt wurde von diesem Weg, mich selber völlig freizustellen von dem Einfluss. Also wenn ich jetzt bei mir gucke, in meiner Historie, ich glaube, ich habe bei 36 satanischen Besetzungen aufgehört zu zählen, die ich mich mir rauskanten musste, auf diesem Weg klar zu werden. Und da gehören so ganz liebliche und bekannte Dinge zu, wie die Kundalini-Schlangen. Ja, das ist die Primärbesetzung. Alles, was hierarchisches Denken katalysiert, basiert auf satanischen Wesenheiten. Die ganzen Verstümmelungsrituale, Beschneidung, bringen satanische Wesenheiten in den Körper rein. Und wenn man damit gespickt ist,
ist man so weit entfernt davon, man selbst zu sein. Und das sind halt die Meister der Illusion. Die können Heilungen simulieren. Und ich sage einfach von meiner Erfahrung, 90% von dem, was ich in dieser New Age-Bewegung gesehen habe, an zauberhafter Liebes- und Heilungsmagie, ist satanische Illusion, um die Leute in Sackgassen zu manövrieren. Und ich war da auch teilweise in Sackgassen drin, bis ich gemerkt habe, verdammt, hier stimmt was nicht. Und wieder von vorne anfangen musste. Ja, das und ist auch mein Eindruck. Also, ihr wart ja nicht, weißt du, ich bin ja 5 Jahre jeden Tag mehrere Stunden quasi mit Osho gesessen. Und da merkst du einfach, ob da was ist. Und da war eben nichts. Das war eben leerer Raum. Das war leerer Raum, der mit Liebe gefüllt war und sonst nichts. Also ich war 1,5 Jahre auch mit einer Osho-Braut liiert. Ja. Habe bestimmte Dinge da extrem genossen, wo ich sagen kann, lieben Dank an Osho. Aber das Ende der Beziehung war, dass ich angefangen hatte, die Dunkelheit in mir auszuräumen. Und das bei ihr den Effekt hatte, dass sie plötzlich eine komplette Entzündung um den Hals hatte. Also dieses schwarzmagische Halsband wurde sichtbar. Und als wir das weggenommen haben, saß sie 3 Tage in der Paranoia in der Zimmerecke, hat am ganzen Körper gezittert wie Espenlaub und sagte, Pan sitzt hinter ihr, hält sie von hinten umklammert und lässt sie nicht gehen. Ja, da hatte sie sich über die vielen schönen Orgien und Ekstase-Tanze mit Wesenheiten eingelassen und fest verbunden, die leider von der falschen Seite kamen. Auch als Sannyasin war jeder frei. Ich sage nichts gegen Osho. Ich hätte auch gern einen Rolls-Royce manchmal, auch wenn die nicht so zuverlässig fahren. Das war eine PR-Geschichte. Die Autos, die Uhren und die Frauen, das waren reine PR-Geschichten, um ihn weltweit bekannt zu machen. Ich war ja jahrelang im Pressebüro dort tätig. Ja? Ich habe das ja direkt an der Quelle mitgekriegt. Warum und wie er das gemacht hat. Also, lass uns einfach mal, wir sind Juristen. Es gibt immer 2 Seiten der Medaille. Lass uns einfach ruhig in der Lage sein, alles genauer zu betrachten und auch gegebenenfalls zu hinterfragen. Ich glaube ja auch, dass da sehr viel Gutes war, aber da ich ja keiner Organisation traue, da ich keinem beschissenen Ritual traue, glaube ich, dass da eben auch manches schiefgelaufen ist. Aber also ist bei den Rituale. Es gab keine Rituale, es gab keine Organisation. Bei Osho habe ich gar kein Problem. Ich habe mit Osho überhaupt kein Problem. Also jemand, der von der CIA ermordet wird, ist mir immer sympathisch. Ja. Ich sage nur, seine Lehre war nicht so rein, dass er zu 100% reine Jünger hinterlassen hat. Ja, weil die Aufgabe so immens war. Ich meine, wie lange ich gebraucht habe, um überhaupt sagen zu können, ich lebe gerne. 21 Jahre intensivster Arbeit. Ja? Bist du erstmal in die Tiefe deiner Ablehnung? Lass uns nicht, das ist jetzt, führt uns nicht weiter. Es gibt noch ein paar andere Leute, über die man da auch reden könnte. Und wir glauben ja auch alle, dass da sehr viel Gutes gewesen ist. Aber ich glaube eben auch, dass da manches nicht so gut gewesen ist. Es wäre, glaube ich, eine Wunschvorstellung, eine illusorische Wunschvorstellung zu glauben, dass jemand nur gut ist. Also ja, aber Rainer, du kennst doch davon gar nichts. Wirklich. Dagmar, lass es doch bitte einfach. Ich meine, wir sollten uns zumindest darüber einig sein können, dass man alles hinterfragen darf. Und ich würde mich sehr wundern, wenn da plötzlich jemand auf dem heiligen Stuhl sitzt sozusagen, der nur gut ist und nichts Schlechtes gemacht hat. Ich will das doch gar nicht runterreden, Dagmar. Ich will nur nicht, dass wir uns hier verlieren in einer Debatte, die jetzt für dich besonders wichtig ist. Aber für manche Leute, die fragen sich, was ist denn das nun eigentlich? Worüber reden wir hier eigentlich? Mir geht es doch nicht darum, sondern mir geht es darum, zu überlegen, wie kommen wir aus dieser Nummer wieder raus? Müssen wir uns da gegen bestimmte Menschen wenden? Müssen wir uns gegen bestimmte Wesen wenden?
was können wir da machen? Und nach dem, was du jetzt gerade gesagt hast, Harald, muss ich ja davon ausgehen, dass wir juristisch sowieso nichts machen können. Ich meine, ich halte das für eine symbolische Geschichte, die wir da vorhaben mit den Maori, dass wir auf eine juristisch nachvollziehbare Art und Weise die Geschichte erzählen. Einmal der Plandemie und dann vielleicht weitergehend auch das, was dahinter steht und was in der Zukunft zu erwarten ist. Aber in Wahrheit geht es ja darum, den Menschen klarzumachen, was los ist, damit die Menschen sich wehren. Und da frage ich dich jetzt, Harald, wenn du sagst, das ist ein Transformationsprozess, an dem wir alle beteiligt sind, können die Leute, die sozusagen abgeschossen worden sind, um es mal ganz platt zu formulieren, können die da überhaupt noch dran teilnehmen? Oder wird es so sein, wie du am Anfang gesagt hast, wird es diese zwei Welten geben? Also ich glaube, die Sache mit den zwei Welten, die ist für den Moment so entschieden. Mhm. Ja, also ich hab viele, viele Dinge erlebt. Also Anfang letzten Jahres waren es 3 Welten. Dann hat es für die finsterste dieser Welten eine schöne Lösung und Auflösung gegeben. Und dann sind die beiden anderen verbliebenen Welten erstmal in der Euphorie wieder zusammengerutscht, ne, weil diese Resonanz von der dritten fehlte, sind die einfach wieder zusammengeklatscht. Dann war das über das Jahr so ein Eiertanz. Will sich das spalten oder wollen wir alle in den Aufstieg? Und im Februar diesen Jahres hat es wieder einen Cut gegeben und die Astralwelten haben sich wieder voneinander losgelöst und seitdem haben wir wieder 2 Varianten, die sich gerade parallel entwickeln. Das ist so weit, wie ich das beobachten konnte. Und es ist ganz wichtig, die Frage richtig zu stellen. Wenn du mich fragst, gibt es eine Möglichkeit, aus der einen Linie in die andere zu kommen, dann ist meine Antwort immer ja. Mhm. Es gibt die Möglichkeit. Die Frage ist, wie viele Menschen wird es geben, die das auch wollen werden? Mhm. Und da ist die Antwort, über die Zeit wird es immer weniger Menschen geben, die noch wechseln wollen. Also im Moment ist da noch richtig Traffic hin und her, die einen fallen, die anderen steigen, wenn ich das frequenzmäßig jetzt beschreibe, und gibt viele, die pendeln hin und her zwischen den Zeitlinien, aber die werden sich irgendwann entscheiden, wo sie bleiben wollen. Na, also sagen wir an, ich bin persönlichkeitsfrei bis auf, keine Ahnung, meine Schlichterpersönlichkeit, die gerne Streit schlichtet. Ne, dann falle ich, wenn ich jemanden streiten sehe, für eine halbe Stunde zurück in eine persönlichkeitsbasierte Daseinsform, die ist sehr niederfrequent und dann bin ich damit kurz in der niedrigeren Dichte. Und wenn ich die wieder ins Herz finde und vielleicht irgendwann schaffe, meine Persönlichkeit abzuschaffen, aufzulösen, dass ich dann 100% herzbasiert bin, dann bleibe ich stabil in der 6. Dichte. 7. und 8. sind auch offen schon. Also es geht nach oben gerade richtig die Post ab. Mhm. Aber ich bleibe mal bei dem, was für die meisten Menschen relevant sind. Mhm. Und es wird aber über die Zeit immer weniger Menschen geben, die wechseln werden wollen. Mhm. Und wenn das quasi gegen Null geht, dann ist der Moment erreicht, wo die Zeitlinien unwiederbringlich auseinanderdriften und sich gegenseitig auch nicht mehr wahrnehmen. Mhm. Und jetzt die Frage, wie kann das in dieser illusionären Wirklichkeit denn funktionieren, ohne Widersprüche zu erzeugen? Die sichtbaren Widersprüche kennt man als Mandela-Effekt. Da ist es nicht zu leugnen, dass Widersprüche entstehen. Damit müssen die Menschen einfach umgehen. Und die unsichtbaren Widersprüche sehen tatsächlich so aus, dass bestimmte Menschen in meiner Wirklichkeit nehme ich die als entseelt wahr. Das heißt, da ist keine Perspektive mehr drin. Ich sehe nur noch einen Körper, redet und geht und ist existent in meiner Wahrnehmung, aber ich nehme dort keinen eigenen Projektor mehr wahr. Genauso wird es für andere Menschen, die ich da nicht mehr wahrnehme, so sein, dass wenn die in ihrer Wirklichkeit sind, sehen sie vielleicht ein sich langsam anders entwickelndes Umfeld. Und wenn sie mich angucken, werden sie mich dort unten als seelenlosen Körper wahrnehmen, weil ich dort nicht bin. Mhm. Mhm. Das ist quasi der Trick, über den sich das schleichend auseinander dividieren kann.
Wenn wir in der mittelbaren Zukunft, sagen wir mal die nächsten 12 Monate oder sowas, überlegen, wie sich das auswirkt. Ich glaube, dieser Prozess ist ja schon lange im Gang jetzt, ne? Also zumindest nach meiner Wahrnehmung. Ich sehe manche Leute, wie der von mir eben beschriebene ehemalige oder IT-Mann von mir. Ich sehe die, aber ich sehe auch, dass da was sich gravierend verändert hat. Bei anderen Leuten ist es noch schlimmer, in Anführungsstrichen, mit denen ist nicht mehr zu reden. Außer guten Tag und schönes Wetter heute und so, aber das sind langweilige Gespräche, die eigentlich niemanden interessieren. Smalltalk sozusagen. Also dieser Prozess scheint ja jetzt schon zu laufen, wie verrückt. Und wenn ich mir die wirklich bösen, also ich bin inzwischen ja auch nicht mehr an dem Punkt, wo ich über schuldig und nicht schuldig nachdenke, sondern ich denke über gut und böse nach. Wenn ich mir die wirklich bösen Menschen oder vielleicht sind es ja auch besetzt, vorstelle, also die, die das, was jetzt offenbar nach vorne drängt und von jedermann gesehen werden sollen, die diesen rituellen Kindesmissbrauch mitgemacht haben, da sehe ich gar keine Chance, Harald, da sehe ich gar keine Chance. Wie kommt man da jemals wieder raus? Was da, was man da auf dem Kerbholz hat, das ist doch nicht mehr zu retten. Das ist jetzt witzig. Also ich kann mich an Inkarnationen erinnern, wo ich im Adrenochrom-Käfig gesessen habe. Ich kann mich an Inkarnationen erinnern, wo ich Kopf einer schwarzmagischen Blutlinie war und mit meinen Hexen Kinder geopfert habe. Und ich habe das alles in Heilung gebracht. Und das ging raketenmäßig, dieser Prozess. Also ich würde eher jetzt, wenn ich das so von ganz weit weg beschreiben soll, sagen, es gibt für jeden Menschen einen Prozess, ich nenne das mal einen karmischen Zyklus, der besteht daraus, dass man sich ein Thema vornimmt, was man erforschen möchte. Dann geht man in der Inkarnation rein mit festgesetzten Verträgen und dann kommt irgendjemand und übernimmt eine Grundtraumatisierung, sodass man zerbricht. Mhm. Und in dem zerbrochenen Zustand kann man dann die Untaten begehen, die man sich vorgenommen hat zu erforschen. Ja, also, was ich Beispiel, ein Kind wird geboren, wird erstmal komplett missbraucht und verliert so viel Seelenanteile, dass es dann mit 18 fast ein seelenloser Körper ist, wird eingezogen zum Militär, zieht los in den Krieg, gewinnt den Krieg und dann kommt es in dem eroberten Gebiet zu Vergewaltigungen und Missbrauch und Meuchelmorden im Blutrausch, was ein Mensch im Herzen niemals tun könnte. Ja, aber der Vertrag ist, zersplitter mich in der Kindheit, dann bin ich in der Lage, all diese Gräueltaten zu begehen. Und dann in den Folgeinkarnationen wird er sich alle Aspekte des Schadens, den er angerichtet hat, angucken. Ja, also dann lernt er erstmal die Täterseite kennen mit einem kleinen vorgelagerten Opfer, was ihn befähigt, Täter zu werden. Dann guckt er sich die Opferseite an und dann kommen Inkarnationen, wo man das Miteinander von Täter-Opfer aus der Retterperspektive betrachten kann. Also man tanzt über alle Varianten des Drama-Dreiecks und in den letzten Inkarnationen integriert man all diese Erfahrung und kommt dann eigentlich erst in die Zeit, wo ein Heilungsprozess möglich ist. Und das kann dann sehr, sehr schnell gehen, diese Heilung. Und in der Heilungsphase durchlaufen wir nochmal seelische Konstellationen, die sind, je tiefer ich gefallen bin und je mehr Schuld ich mir aufgeladen habe oder je mehr Zerstückelung in mir passiert ist, desto drastischer sieht die eigentliche Heilungsphase aus. Also so ein mittelschwerer Fall kommt vielleicht mit 3-4 Jahren als voll Hardcore-Narzisst durch die Heilungsphase und jemand, der sich richtig was anzugucken hat, der muss dann schon als Soziopath an den Start gehen. Und ne, wenn er das dann quasi in der Soziopathie aufgearbeitet hat, dann ist die vollständige Seele wieder da. Und es ist eigentlich die Regel, dass die Seelen, die ganz tief gefallen sind,
Das sind die ältesten, weisesten, größten und liebevollsten Seelen. Während die, die nur so ein bisschen mal an ein bisschen Tätererfahrung gekratzt haben, das sind meistens ganz junge Seelen, die trauen sich noch nicht so viel zu, an Erfahrungen zu schöpfen. Also ich komme, wenn ich das Ganze sehe, komplett raus aus den Bewertungen. Mhm. Ne, da ist mir nichts fremd, also sowieso im Einheitsbewusstsein, da habe ich Täter, Retter, Opfer durch und kann über niemanden mehr urteilen, weil ich war da ja auch mal und weiß, dass es ein Teil meiner Entwicklung war. Und denke vielleicht nicht gerne dran zurück, aber mit Selbstliebe, weil wenn ich es aufgearbeitet habe, dann finde ich diese Selbstliebe wieder. Mhm. Und dann kann ich nur sagen, ja, ich weiß, wo du gerade bist und ich fühle mit dir, egal ob ich ein Opfer vor mir habe oder ob ich einen Täter vor mir habe. Die einzigen, mit denen ich noch manchmal schimpfen muss, sind die Rettern, weil die lassen die Leute nicht in die Selbstverantwortung. Trotzdem werden wir ja, zumindest sehe ich das so, unmittelbar und auch mittelbar meine ich jetzt die nächsten 12 Monate oder so, ich glaube, jetzt passiert gerade was, werden wir mit diesen Kategorien nicht arbeiten können, sondern wir können nicht dastehen, wenn wir sehen, hier werden Kinder getötet und geopfert und sagen, oh, jetzt beobachte ich mal den Heilungsprozess. No shit, Sherlock, das geht nicht. Wir müssen eingreifen. Wir müssen eingreifen. Wir können das nicht zulassen. Glaube ich. Ne? Man kann vielleicht aus einer höheren Perspektive, wenn man das so sieht wie du, dann kann man den Gesamtzusammenhang erkennen und dann kann man sagen, na gut, der geht da jetzt eben gerade mal durch und dieses Opfer muss das eben jetzt auch alles erfahren. Aber das ist eigentlich sehr unmenschlich. Findest du nicht? Nein, in der Dramaperspektive bist du im Retter. Mhm. Das Klar. ist richtig. In der Perspektive des Einheitsbewusstseins sieht die Gleichung anders aus. Da sage ich, dieses Universum ist ein perfekter Spiegel meines Selbst. Mhm. Mir kann im Außen nur das begegnen, was sozusagen, also an Dunkelheit, was ich an Dunkelheit in mir noch nicht anerkannt habe. Mhm. Also in meiner Chronologie, das ist jetzt ganz subjektiv, mein Universum. Mein Projektor, mein Universum. In dem Monat, wo ich mir meine schwarzmagischen Inkarnationen angeguckt habe, poppten plötzlich im Außen die ganzen Nachrichten hoch über die Dumps und die Kinder kamen ans Tageslicht. Da, wo ich meine eigenen Schandtaten mir eingestanden habe, plötzlich im Außen wurde das alles sichtbar. Vorher hatte ich nie davon gehört im Außen. Und ich sage jetzt nicht, das ist kausal, weil ich mich drum gekümmert habe, ist das hochgekommen. Es ist aber für mich eine Synchronizität. Mhm. Ja, dass in dem Moment, wo ich, und das ist das Prinzip der 10 Gerechten, wenn ich in einer Gesellschaft 10 Menschen habe, die in sich so rein sind, dass ihnen keine, also so voll bewusst mit quasi der verinnerlichten eigenen Dunkelheit, dann kann mit diesen Menschen kein Universum entstehen, was im Außen Dunkelheit hat. Völlig egal, was die anderen machen. Es entspricht den Reinen nicht, also darf es in der Materie sich nicht manifestieren. Das ist das Prinzip der 10 Gerechten. Mhm. Und wenn du mich fragst, was kann ich tun, damit das hier besser wird und die Kinder aufhören zu leiden, dann kann ich nur sagen, ich kann alles, was in mir an Dunkelheit ist, aufräumen, in Heilung bringen, voll ins Bewusstsein holen. Und dann kann mein Universum mir nicht mehr diese Dunkelheit spiegeln, weil dazu keine Notwendigkeit mehr ist. Das heißt, sie wird in meinem Universum aufhören zu existieren. Und wenn das mit anderen Seelen nicht d'accord geht, dass die diesen Spiegel noch brauchen, dann erzeuge ich zumindest einen Zeitliniensplit, weil wir nicht mehr zusammen in einen Raum gehen. Dann gehen die in einen Raum, wo diese Dinge weiter existieren, bis sie annehmen. Und ich gehe in einen Raum, wo diese Dinge nicht mehr existieren, weil ich sie in mir gelöst habe. Weil ich meine eigenen Schatten integriert habe, ist das Schattenhafte im Außen nicht mehr existent. Und dann habe ich zumindest eine Version von Gaia in die Erlösung geführt und in die Heilung geführt. Und für die anderen bin ich nicht verantwortlich. Wenn ich sage, oh, ich muss diese Kinder retten, verankere ich mich fest im Drama, komme mit meiner Frequenz nicht hoch, ja, übernehme quasi die ganze Verantwortung und beraube andere Menschen der Selbstverantwortung, sowohl die Täter als auch die Opfer.
Ich habe mit diesen Sälen viel zu tun gehabt. Ich weiß, wir waren auf Seminaren und dann war plötzlich ganz dicke Luft im Raum. Das war hier bei den Überschwemmungen im Ahrtal, kurz danach. Und wir konnten nicht arbeiten und dann dachten wir, wir müssen erst mal rauskriegen, was hier so massiv auf die Stimmung drückt. Und haben einen Zettel geschrieben, quasi so aufstellungsmäßig, das, was uns hier alle bedrückt, auf den Boden gelegt. Jeder durfte mal draufgehen und reinfühlen. Und dann zeigte sich, dass wir 200 Kinderseelen im Raum hatten, die bei diesen Überschwemmungen in den Adrenochromkäfigen ertrunken waren. Und die wollten ins Licht gebracht werden und hatten uns ausgesucht, um sie rüberzubringen. Und weißt du, was das Erste war, was die gesagt haben als Seelenkollektiv? Sie haben gesagt, das haben wir uns bloß angetan. Weil das sind alles Reinkarnationen von Schwarzmagiern. Und ich kann Ihnen dieses Vervollständigen des karmischen Zyklus nicht abnehmen, wegnehmen, verbieten. Das wird alles zu einem Ende kommen und die müssen in die Erfahrung kommen, genauso wie es für mich notwendig war nach meinem Leben als Kopf einer Blutlinie mit allen rituellen Handlungen, die Kehrseite zu erfahren, weil in diesem Leben war ich nicht empathiefähig. Ich hatte keine Chance zu erfahren, wie es sich anfühlt, als Kind durch einen rituellen Missbrauch geschleust zu werden. Und dann als Kind im rituellen Missbrauch hatte ich 7 Jahre Zeit, das in allen Details zu erfahren. Und dann bin ich nochmal zum Täter geworden, weil die Routine ist, dass die Kinder dazu erzogen werden, an dem Schlachten teilzunehmen. Da werden sie nochmal zu Tätern gemacht. Und auch das habe ich in dem Leben getan, nochmal da reinzugehen, unter der totalen Kontrolle meiner Hexenmeisterin, die mich erzogen hat. Und das zu integrieren ist sehr schmerzhaft, wenn es reinkommt. Aber das ist so bei Gefühl. Gefühl will in den Ausdruck. Und wenn ich es einmal ausgedrückt habe, dann bin ich das Trauma los und dann bin ich wieder im Echten. Und dann habe ich eine Erinnerung und eine Erfahrung gewonnen und der ganze dunkle Zauber ist aus meinem System dann verschwunden. Mhm. Und ich habe die Kapazität, Leute dadurch zu begleiten, wenn sie diese Heilungsschritte gehen. Ich habe, also ich coache, also ne, ich arbeite nicht therapeutisch, aber ich coache bei Selbstheilungsprozessen, wo die Leute vollverantwortlich reingehen. Und ich habe im Moment etwa pro Tag so 2 Deprogrammierungen von rituellem Missbrauch, wo ich die Leute durchcoache, wie sie da in die Heilung mitkommen. Und das ist das, was ich tun kann. Ich kann Menschen auf ihrem Heilungsprozess begleiten. Ich kann aber nicht sie daran hindern, die Erfahrung zu machen, wenn sie karmisch notwendig ist. Also ich denke, jeder muss das tun, wofür er da ist. Ich glaube, jeder. Jeder steht an einem. Ich sage nicht, tu nicht, wonach dir ist. Ich sage nur, in meiner Erfahrung gibt es diese Phasen, wenn ich mit den Täter- und den Retter-Inkarnationen durch bin, mit den Täter- und den Opfer-Inkarnationen durch bin, dann komme ich in die Retter-Inkarnation, wo ich quasi in der Retterfunktion nochmal im Widerstand bin, das Erlebte wirklich anzunehmen und ich versuche es quasi wieder zurückzudrängen, indem ich es verhindere, dass es passiert. Aber aus meiner Erfahrung letztendlich die Erlösung wird darin liegen, den eigenen Täter anzunehmen, das eigene Opfer anzunehmen, in Liebe und Hingabe und zu sagen, es ist ein Geschenk, ein fühlendes Wesen zu sein. Und ich nehme alle Aspekte dieses Regenbogens von Gefühlen bedingungslos in Dankbarkeit an. Die Freude wie den Schmerz. Und egal, was ich erfahre, ich bin beglückt, fühlen zu dürfen. Da ist tatsächlich dann die Heilung. Und dann ist es mir völlig egal, ob ich Schmerz empfinde oder Freude. Das ist wie im Tierreich dann. Es ist alles nur Gefühl. Und wenn ich gucke, wie das Wildschwein, das Kleine vom Löwen gefressen wird, mit welcher Hingabe das in den Tod geht, das ist genau diese Qualität der Dankbarkeit, dafür fühlend zu sein. Und da ist die Heilung vollständig. Das habe ich mich schon öfter gefragt, auch bei Tierfilmen. Warum ist diese Welt so gemacht,
dass man sich immer gegenseitig füßen muss. Ja. Also, Das ist unser Widerstand gegen das Leben, der diese Perspektive entstehen lässt. Weil wir nicht bereit sind zu fühlen, gehen wir statt ins Mitgefühl ins Mitleid. Und das Mitleid ist im Grunde ein Abwehrreflex, kein hingebender Reflex. Ja, da sind wir der Meinung, für den anderen zu entscheiden, dass er diese Erfahrung nicht braucht, was total übergriffig ist im Grunde, ne, beim Mitleid. Und im Mitgefühl ist es einfach nur die bedingungslose, ganzheitliche Annahme. Da ist jemand, der geht durch eine Erfahrung, die hat er sich selbst manifestiert durch sein Leben. Und ich bin nur mit ihm und zeige ihm meine Stärke, es tragen zu können. Und bin in einer leichten Resonanz und erlebe alles in der Qualität, nicht in der Quantität wie er. Und zeige ihm, ich kann das tragen. Und ich erinnere mich an den Moment, wo ich es tragen konnte. Und er kann sehen, ich bin und ich stehe und ich bin heil und es gibt einen Weg dadurch. Und schenke damit das Vertrauen, dass jeder seinen Prozess für sich zum Abschluss bringen kann. Das ist quasi diese begleitende Arbeit, wo ich sage, das ist die bestmögliche Assistenz zur Selbstheilung. Mhm. Keine Fremdübernahme, keine Fremdheilung, keine Übernahme von Verantwortung für irgendetwas, sondern ich bin nur da, halte das Feld und gebe das Vertrauen, dass Heilung möglich ist und die Blaupause und die Inspiration, über welche Schritte sie läuft. Das ist mein Job quasi im Moment. Ich werde das irgendwann in Buchform bringen und dann werde ich auch wieder andere Dinge tun. Aber das verstehe ich. Das erinnert mich an, ich habe einen Kurs mal an der UCLA gemacht während des Jurastudiums. Law and Psychiatry war das. Das war die Geschichte von Mr. G. Mr. G. War ein Kampfpilot, der total fit war, jung, und der irgendwann zu seinem Vater gegangen ist, hat ihn besucht und hat versucht, das Auto des Vaters war kaputt, stand auf der Straße und er hat das versucht zu reparieren, weil er sich auch technisch ganz gut auskannte und niemand hat gemerkt, dass das Auto über einer lecken Gasleitung geparkt war. Und dann ist die Kiste in die Luft geflogen und dieser Mr. G hat schwerste Verbrennungen erlitten, aber er hat es überlebt und war völlig verunstaltet. Und hat während der Behandlung, die haben ihn jeden Tag in der Klinik in irgendein Bad, wegen der ganzen Haut, die kaputt war, in so ein Bad eingegangen. Es war furchtbar für ihn, hat er gesagt, unglaubliche Schmerzen. Und er hat immer wieder versucht, den Leuten zu sagen, lasst mich sterben, ich will das nicht mehr. Die haben dann einfach laute Rockmusik angemacht, um seine Schreie nicht zu hören und haben ihn gerettet. Ist das Mitleid? Vielleicht. Jedenfalls, er hat es überlebt. Und ist danach Jurist geworden, ist ein sehr erfolgreicher Anwalt geworden, hatte aber, weil seine Finger, seine Hand zusammengeschmolzen war, konnte da also gar nicht richtig arbeiten und so, aber er war trotzdem erfolgreicher Jurist. Und wenn ich mich recht entsinne, sagt die Geschichte am Ende, dass er zwar froh ist, dass er das jetzt hat, was er hat, aber wenn er nochmal vor derselben Entscheidung stehen würde, dann würde er wünschen, dass man ihn sterben lässt. So. Wenn ich das sehe, das hat mich sehr beeindruckt, diese Geschichte, dann sind in der Tat eine Menge Leute offenbar bereit, ihre eigene Wertung an die Stelle desjenigen zu stellen, dem sie glauben, helfen zu müssen. Das ist die Geschichte von Mr. G. Und da habe ich gedacht, so kann es ja nicht sein. Wenn jemand tatsächlich, beispielsweise als schwerstkranker Mensch, inzwischen müssen wir davon ausgehen, schwerstkrank gemachter Mensch, das ist ja schon wieder eine Ebene weiter, aber als schwerstkranker Mensch nicht mehr leben will, dann kann keine Apparatemedizin und keine unmenschliche Mitleidsgesellschaft ihn zwingen, das nicht zu tun. Das war Thema meiner Dissertation auch, das hat dann eine ziemlich große Rolle gespielt. Jetzt bin ich aber auf einer anderen Ebene. Jetzt bin ich der Anwalt. Ich bin der Anwalt, der jetzt in dieser Gegenwart, so wie ich sie wahrnehme, solche Dinge sieht. Also wir reden jetzt ja von härtesten Nummern, nämlich ritueller Kindesmissbrauch. Und da bin ich dafür da, das Schwert zu ziehen und dazwischen zu hauen. Hinterher kann man sich ja dann immer noch überlegen, ob man die ganzheitliche Betrachtung dann weiterverfolgt. Aber erstmal kann ich einfach nicht. Ich kann nicht dastehen und sagen, jetzt gucken wir uns das mal an. Also deswegen glaube ich, jeder muss das tun, was er eben tun muss. Und jeder hat da eben eine Aufgabe. Und deine Aufgabe ist die genau, wohl jetzt, denn sonst würdest du es ja gar nicht machen,
Und meine Aufgabe ist die, jetzt dazwischen zu hauen. Und jetzt nicht alleine, sondern mit all den Leuten, die bei uns in dieser Anwaltsgruppe sind und mit vielen anderen, die sich jetzt über diesen Film sehr, sehr, sehr aufregen. Möglicherweise aber, auch da gibt es ja jetzt Leute, die darauf hinweisen, möglicherweise ist dieser Film ja sogar von denen gemacht worden, die die Verantwortlichen sind, eben weil man als Reaktion Wut haben will und aus der Wut heraus dann sich bereit erklären lassen will, okay, dann werden eben die Kinder gechippt, damit wir immer wissen, wo sie sind. Wenn man reinguckt, wer den Film angeblich finanziert hat, dann sind das Leute, die man eigentlich der anderen Seite zurechnen muss. Also auch da sind wieder diese zwei Seiten zu sehen. Das hält mich aber nicht davon ab, den Weg, den wir jetzt begonnen haben zu gehen, nämlich den Weg, der am Ende zur Gerechtigkeit führen muss, weil ich glaube, ohne Gerechtigkeit geht einfach nichts, diesen Weg weiterzugehen. Es kann natürlich sehr gut sein, Harald, dass wir uns am Ende auf ein Verständnis einigen müssen oder dass es automatisch kommt, dass dem entspricht, was du jetzt gerade geschildert hast. Das kann ich mir sogar vorstellen. Auch wenn ich das im Moment für sehr weit fernliegend halte, jedenfalls für mich, weil im Moment, denke ich, müssen wir dafür sorgen, egal wer diesen Film gesponsert hat, dass wir die Realität, so wie sie in unserer Vorstellung offenbar durch unsere Projektionen entsteht, dass wir dieser Realität begegnen. Und das bedeutet, jeder von uns hat seinen Job und meiner ist, dafür zu sorgen, dazwischen zu hauen und dafür zu sorgen, dass es beendet wird. Und dann können wir immer noch weitersehen. Wie gesagt, kann sein, dass das alles noch unterbrochen wird durch neue Erkenntnisse. Deine Erkenntnis jedenfalls ist sehr beeindruckend, muss ich sagen. Und ich finde das alles plausibel. Alles plausibel, was du sagst. Ja, also es ist witzig, dass du das so ansprichst. Ich habe nach langem Suchen endlich rausgekriegt, wo diese Kinder quasi umgeschlagen werden. Ja, also wenn sie aus den Dumps kommen oder aus den satanischen Familien befreit werden, wo die hingeschickt werden und habe Kontakt aufgenommen mit den Leuten, die sozusagen verantwortlich sind, in welche Pflegefamilien die kommen und so weiter. Und hatte angeboten, ich würde gerne einfach mal mein Wissen reingeben. Ich habe gleich gesagt, ich bin kein Therapeut und ich habe noch nie mit Kindern gearbeitet. Aber ich habe viel Wissen über die Programmierung selber und was mit den Kindern gemacht wird und kenne aus der Erfahrung funktionierende Techniken, weil das ist ein total sensibles Milieu. Da wird in der Programmierung mit Killswitchen gearbeitet. Wenn man da in der falschen Reihenfolge rangeht, dann fallen die tot um. Ne, wie der Pavlovsche Hund, der zwei Befehle gleichzeitig kriegt. Und ich habe halt nur gesagt, wir haben Möglichkeiten gefunden, da in einem gesicherten Modus mit der Seele zu arbeiten, wo niemand tot umfallen muss. Und hatte direkt Drohungen an der Backe, dass sie mich verklagen, wenn ich noch einmal mit ihnen Kontakt aufnehme. Wow. Wo ich mich dann frage, so haben die so viel schlechte Erfahrungen gemacht mit Leuten, die wieder in den Missbrauch gehen wollen von diesen Kindern? Oder ist es andersrum, dass genau das Programm ist, dass die jetzt weiterverteilt werden an Pflegefamilien, wo die Geschichte weitergeht? Das glaube ich. Also eins von beiden wird der Fall sein. Ich hoffe ersteres, dass sie mehr misstrauen, weil sie tatsächlich ein gesundes Misstrauen haben. Das wünsche ich mir um der Kinder willen. Das Interessante ist halt, dass ich nicht weiß, wer da überhaupt einen Daumen drauf hat. Ja, weil die staatlichen Behörden, so wie es aussieht, würden immer in Richtung Dunkelseite agieren. Genau. Die sind involviert. Die Child Protection Services in den USA, die Kinderschutzgeschichten in Deutschland, die scheinen alle involviert zu sein. Ja, ich werde jetzt keine Stiftungsnamen nennen, aber ich habe Leute deprogrammiert, die waren privat in der Geschäftsführung der Vorsitzenden der Institution, wo man am meisten Kinderschutz von erwarten würde, von dem Label, von denen sind die programmiert worden rituell. Und ich durfte den Salat dann mit denen wieder aufräumen. Und ja, also wenn irgendjemand tatsächlich gute Arbeit machen möchte, aber nicht weiß, wie, ich kann da nicht in Verantwortung gehen, tatsächlich, weil mir die wissenschaftlichen Titel fehlen.
Aber ich sitze auf dem Wissen, wie es geht, und würde das Wissen gerne teilen, damit eben sowas nicht passiert. Ich habe auch meine Fehler gemacht. Bei den ersten, die bei mir in der Beratung waren, da ging es mal relativ schnell und von mir aus ungewollt in Prozesse rein. Da habe ich tatsächlich wegen dieser Kill-Switche fast Klienten verloren. Die gingen dann plötzlich runter auf den Boden und ich hatte weder Puls noch Atmung. Und es ist nichts passiert, wir haben sie wiederholen können. Aber das war halt quasi, ne, ich bin da nicht auf meine Art reingegangen, sondern da waren Dritthände drin involviert, die den Prozess ohne den Willen desjenigen eingeleitet haben. Also das war quasi dann so, nicht durch mein Verschulden, ein erzwungener Prozess ohne die Freiwilligkeit des Opfers. Und deswegen kam es da zu Komplikationen bei. Und es ist alles gut gegangen, also jetzt kein Grund zur Sorge. Aber es gibt eben Protokolle, die laufen im gesicherten Modus. Und ich mache das begleitend mit Opfern, die sozusagen ihre eigene Heilung haben wollen. Und ich würde das Wissen gerne teilen. Weiß aber nicht wie, weil das ist für mich auch eine juristische Falle. Das werdet ihr beide sicherlich verstehen. Ne? Ja, ich glaube, das wird jetzt schnell passieren, dass diese Hilfe gebraucht wird, und zwar in einem so großen Maß, wie wir uns das überhaupt nicht vorstellen können. Wir haben jetzt ein paar Interviews vereinbart, die da noch tiefer reingehen werden, ohne dass sie diesen Überbau, es geht um Opfer, die das Ganze überlebt haben, aber völlig klaren Verstandes sind, weil sie nämlich schon in Anführungsstrichen gerettet wurden. Ich glaube, dass gerade dieser Aspekt des Great Reset ist ein Teil des Great Reset. Die sind ja auch noch so seltsam drauf, dass sie uns alles zeigen müssen. Und nur wenn wir scheinbar freiwillig mitmachen, dann ist das wohl in Ordnung aus deren Sicht. Und wenn wir nicht mitmachen, dann haben sie eben ein kleines Problem. Und es sind zu viele von uns, die nicht mehr mitmachen, würde ich sagen. Aber ich glaube, dass das jetzt, die Tatsache, dass das jetzt gerade in den Vordergrund tritt und sogar im Mainstream über diesen Film, der zwar überall boykottiert wird auf der einen Seite, auf der anderen Seite möglicherweise sogar von der anderen Seite stammt, ich glaube, dass das nach deinem Verständnis, wie du es geschildert hast, Heilungsprozess, dass das eine Kulmination ist, die wir jetzt gerade sehen, weil schlimmer kann es dann nicht mehr kommen. Ich glaube, dass das ist, wenn 9-11 der Prüfstein war, an dem die gesehen haben, oh, man kann sie alle verarschen nach Strich und Faden, dann wird das ja der Prüfstein sein, wo die, sagen wir mal, Menschlichen unter den Menschen aufstehen müssen. Wir haben keine Wahl mehr. Und ich glaube, dass wir sagen können, dass sich hier alles entscheiden wird. Wie siehst du das? Ich finde es interessant, weil es ist tatsächlich ein sehr guter Prüfstein. Also mir würden schon die Interviews reichen mit dem, mit dem Hauptdarsteller, wo jeder bei sich prüfen kann, bin ich fähig zu Mitgefühl? Weil die Anbindung an diesen kollektiven Schmerz, die dort gebunden wird, ist ganz klar, ganz deutlich und sehr leicht wahrzunehmen. Und wer da nicht mit in die Knie geht, der weiß schon mal, ich habe hier keine Empathiefähigkeit mehr in meinem eigenen System. Und wer tatsächlich in die Empathiefähigkeit geht, der hängt natürlich auf ein Thema, was sehr weit weg ist für die meisten. Ja. Ne, bei Empathie ist es ja auch immer, wenn ich ins Mitgefühl mit der Katze vom Nachbarn gehe, da habe ich tatsächlich eine Handhabe. Dann kann ich der eine Schale Futter rüberstellen, wenn der die verhungern lässt. Das mit dem Kinderthema ist etwas, da komme ich gar nicht ran, auch wenn ich will. Ne, der Normalsterbliche hat ja keinerlei Handhabe, außer dass er sagen kann, okay, ich werde nie in meinem Leben für Kinderpornografie zahlen. Das ist das Einzige, was er tatsächlich wirklich tun kann. Aber das wird andere nicht daran hindern, es weiter zu tun. Das ist noch nicht mal das Problem, dafür zu zahlen. Das Problem ist, sich überhaupt sowas anzugucken und überhaupt auf dieser Ebene unterwegs zu sein. Das ist dann die Vermarktung der ganzen Geschichte, da hat man dann ein Gradmesser. Da kann man sehen, wie viele sind es denn überhaupt? Viel, viel mehr, als wir glauben. Aber ich glaube, allein die Tatsache, dass jemand so drauf ist, bezahlen oder nicht,
Allein die Tatsache, dass jemand so drauf ist, das ist schon der Punkt, an dem sich die Welten sozusagen trennen in Gut und Böse. Naja, wenn jemand so, ich gehe jetzt mal ganz ins Mitgefühl und ich spreche mal all die Menschen an, die so drauf sind. Ja, ich weiß, wie es sich anfühlt, so wenig Anbindung zu haben ans Göttliche, dass die Energie schwindet und schwindet und schwindet. Und das Einzige, was mich überhaupt am Leben erhält, ist die Energie eines kleinen Kindes. Ich weiß, wie sich das anfühlt, so zu sein. Ich weiß, wie berauschend es ist, in dem niederenergetischen Zustand diese Energie aufzunehmen. Und das ist keine Werbung, weil das ist Raub. Das ist moralisch nicht zu verantworten. Ich weiß aber auch, dass es möglich ist, die Anbindung wiederzufinden. Mhm. Ja, und die Schlüssel sind in der Reihenfolge, durch den Schmerz des Opfers zu gehen, also erstmal selber zu ertragen, was es heißt, ausgebeutet zu werden, indem man das, was man fühlt im Opfertum, auch tatsächlich durchfühlt und nicht abspaltet und verdrängt. Also das ist die erste Aufgabe, das Opfer zu fühlen. Und wenn ich das Opfer gefühlt habe, dann ist die nächste Aufgabe, dahin zu gehen in der Erinnerung, wo ich Täter war, und das Tätertrauma zu fühlen. Weil das ist schwieriger, das ist schwerwiegender als das Opfertrauma. Das Opfer hat alle Unterstützung der Welt. Es wird bemitleidet und getragen. Es muss sich für nichts schämen. Der Täter hat die doppelte Aufgabe. Der hat in dem unbewussten Mitgefühl den gesamten Schmerz, den er verursacht hat, mitgeschnitten. Also der sitzt auf dem Schmerz drauf, den er verursacht hat. Den gilt es zu fühlen. Und auf der Schuld. Und auf den schlechten, auf dem schlechten Renommee, was er sich da selber gegeben hat in der Geschichte. Und er muss all die drei Dinge gleichzeitig verstoffwechseln. Und die Lösung für den Täter ist, nicht nur zu sagen, es tut mir leid, sondern diesen Schmerz auch wirklich in sich zuzulassen. Die Trennung, das Nichtfühlen zwischen Täter und Opfer aufzulösen, wieder ins Mitgefühl zu gehen mit seinem eigenen Opfer und zu sagen, ich fühle, was du durchgemacht hast. Es tut mir leid. Und diesen Schmerz bedingungslos anzunehmen, weil er ihn verursacht hat, die Verantwortung dafür zu übernehmen, das zu fühlen, was er verursacht hat. Und da ist die Heilung des Täters drin. Und dann, wenn ich das schaffe, finde ich auch meine Anbindung wieder. Ja, dann muss ich nicht mehr Energie stehlen, sondern dann kann meine Seele soweit wieder in Form kommen und in die Herzöffnung, dass ich den göttlichen Funken im eigenen Herz wiederfinde und dann die ganze Kraft und Herrlichkeit aus dem eigenen Schöpferaspekt in mir ziehe. Und dann gehen die Kanäle auf und dann habe ich Energie ohne Ende. Dann ist es völlig absurd, sich überhaupt noch mal daran zu erinnern, dass ich mal in einem Zustand war, wo ich klauen musste. Ne? Setzt aber voraus, wenn das funktionieren soll, setzt das voraus, dass diese zwei Welten, die wir im Moment jedenfalls, glaube ich, haben, dass die aus der, sagen wir mal, dunklen Welt raus wollen, auch wirklich raus wollen. Wenn sie es nicht wollen, dann wird das wohl nichts werden. Dann müssen sie damit leben, dass diese Welt, diese helle Welt, die versucht, die Dinge wieder ins Lot zu bringen, dass diese helle Welt mit den Mitteln, die wir haben, so beispielsweise einer juristischen Aufarbeitung, dann müssen sie damit leben, dass wir mit diesen Mitteln dafür sorgen, dass sie eine gerechte Antwort kriegen auf das, was sie getan haben. Möglicherweise, weil die Maori haben eine ganz starke Anbindung an die Spiritualität. Da ist einer, der mich absolut beeindruckt hat, einer von deren Häuptlingen. Möglicherweise wird das Ganze am Ende begleitet werden müssen, diese juristische Aufarbeitung. Mhm. Juristisch deshalb, weil die Menschen das verstehen können, weißt du? Dass das begleitet werden muss durch das, was du jetzt gerade beschrieben hast. Aber wird nur bei denjenigen gehen, die das auch wollen. Wenn die also aus dieser kaputten Welt raus wollen in die andere, dann vielleicht, aber ich kann es mir im Moment nicht vorstellen. Die Tools, die wir jetzt haben als Juristen, würde ich eben versuchen, diese Gerechtigkeit, ohne die nach meiner Auffassung kein Frieden möglich ist,
würde ich versuchen, diese Gerechtigkeit herzustellen, mit Hilfe der anderen. Ich will dir dein oder euer Selbstverständnis als Juristen nicht verderben oder madig machen, weil es kann, denke ich mir, ein sehr, sehr schöner Beruf sein, der viel Gefühl hochholt, ne, in die Geschichten reinzugehen. Ich sage aus meiner Perspektive, ich stehe quasi oder stand vor der Wahl oft in meinem Leben, an welchem Recht orientiere ich mich? Orientiere ich mich an dem menschengemachten Recht? Dann werde ich nach meiner freien Wahl auch gerichtet. Oder orientiere ich mich an dem kosmischen Gesetz, was einfach nur Mechanismen beschreibt und mir quasi zuverlässig versichert, karmische Zyklen werden immer sauber abgeschlossen. Jeder, der was tut, kriegt die Kehrseite gezeigt. In der Intensität, wie der kosmische Wille mit oder ohne Gnade das für ihn vorsieht. Und ich kann mich eigentlich darauf verlassen, dass diese Rechnungen für jeden aufgehen und bin damit eigentlich nur für mich selbst verantwortlich. Ich muss nicht mich aufspielen zu jemandem, der quasi den karmischen Rückschlag irgendjemandem mit Gewalt aufdrücken muss. Wenn ich in die Situation gebracht werde vom Universum, Leid verhindern zu dürfen, dann heißt das ist für mich schon längst entschieden, dass dieses Leid nicht stattfinden soll. Und das erfahre ich dadurch, dass ich einen Auftrag kriege. Also wenn ich quasi merke, das Universum möchte, dass ich jetzt in einer bestimmten Situation Schlimmeres verhindere, dann habe ich immer einen ganz sauberen Aufbau, dass mir jemand begegnet, der sagt, oh, das droht mir, kannst du mir helfen, das abzuwenden? Dann habe ich den Auftrag. Und dann darf ich erst aktiv werden, weil sonst komme ich in die Retterposition. Und ich sage mal, bei der Intensität, in der ich arbeite, wenn ich mir da einen Fehltritt leiste, ins Drama-Dreieck zu gehen, bin ich einen Kopf kürzer sofort. Ich muss diese Neutralität bewahren und dann stehe ich im göttlichen Schutz. Dann kann mir nichts passieren. Das glaube ich, Harald, das glaube ich auch für mich. Ja. Wir sind da nicht auseinander. Also nachdem du das jetzt geschildert hast, wir sind da nicht auseinander. Das ist ja genau der Grund, warum ich sage, diese inszenierte Justiz, die ist ja genauso inszeniert wie alles andere. Mhm. Ne? Es ist ein reines Machtinstrument. Besonders deutlich sieht man das in Deutschland. Dagmar hat da ihre Erfahrungen gemacht. Mhm. Ich habe da auch ein paar Erfahrungen gemacht. Besonders deutlich sieht man das jetzt in Deutschland. Ein reines Machtinstrument. Es ist absolute, totale, reinste Willkür. Unser Freund Martin Schwab hat sich jetzt sehr deutlich geäußert, hat da ein paar Thesen aufgestellt, hat gesagt, weder diese Ministerin noch der Minister noch der noch der noch der noch Justiz und so weiter stehen noch auf dem Boden des Grundgesetzes. Mhm. Das finde ich gut, dass er das getan hat, weil er recht hat, weil wir es ja auch nicht mit Leuten zu tun haben, die überhaupt irgendeine menschliche Regung noch in sich haben. Den Schritt muss er erst noch gehen. Das ist aber schon gewaltig, was er getan hat, wird ihn möglicherweise den Job kosten. Weil ich das nicht nur in Deutschland gesehen habe, sondern auch bei den anderen Kollegen, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir haben es ja in Kanada versucht, wir haben es in Südafrika versucht, jeweils im System. Wir haben es jetzt wieder in Kanada, läuft noch was, da könnte was passieren. Ich bin noch an einem weiteren Verfahren beteiligt, was in den USA läuft. Und jetzt die Maori. Und das sind die einzigen, über die es geht. Und zwar genau deshalb, genau aus dem Grund, den du gerade beschrieben hast, weil die nämlich eigentlich, wenn dieses heißt Tikanga Lore, L-O-R-E, weil die eigentlich eine spirituelle Gerechtigkeit meinen bei dem, was da passieren wird. Deswegen habe ich auch gesagt, wir wollen nur die Fakten auf den Tisch legen und dann macht ihr damit, was ihr für richtig haltet. Ihr seid die Richter, eure Jury sind die Richter. Und zwar solche Leute wie dieser eine Mann, von dem ich glaube, dass das spürst du ja. Du spürst sowas auch, wenn du mit den Leuten redest. Der kommt so rüber, dass du denkst, oh Mann, der weiß ganz genau, wie es geht. Und deswegen habe ich auch gesagt, wenn du nicht an Bord bist, dann wird das hier nichts. Der ist aber an Bord. Ich glaube, das ist entscheidend. Und so wird da aus der scheinbar unterschiedlichen Sache, der unterschiedlichen Herangehensweise an die Gerechtigkeit, über einmal...
Weil ich als Jurist bin ja so ausgebildet worden. Ich bin in den USA und in Deutschland ausgebildet worden, jeweils in einem bestimmten System. Ich habe viel internationales Recht gemacht, deswegen weiß ich auch ein bisschen was über die anderen Systeme. Und ich glaube denen einfach nicht mehr. Ich glaube denen nicht mehr. Sie funktionieren nicht. Sie sind ohne weiteres jederzeit verbiegbar und zerbrechbar. Aber das System, was die haben, das ist es nicht. Und zwar wegen dieser spirituellen Anbindung. Und da treffen sich die beiden Wege. Ja, dann ist das genau dein Weg quasi in diese quasi einheitsbewusste Betrachtungsweise der Dinge. Total schön. Ich glaube, dass es so ist, ja, Ja. Harald. Genau so glaube ich das. Ja, das ist das Faszinierende an diesem Universum, dass jeder Mensch in seinem persönlichen Werdegang immer genau kohärent genau das gespiegelt bekommt in der Welt. Und wahrnimmt, was seinem seelischen Wachstum entspricht. Und quasi das Freischalten des nächsten Schrittes, was mir das Universum zeigen darf, das ist eine innere Arbeit. Und dann kommt der Spiegel und dann lerne ich mehr, dann erfahre ich mehr und dann kann ich den nächsten Schritt in mir machen. Und mein Steckenpferd oder das, wofür ich stehe oder was ich lernen durfte und was ich nach draußen bringen möchte, ist halt das Bewusstsein dahin zu führen, dass es diese innere Arbeit gibt und dass die getan werden muss. Und wir haben nicht mehr viel Zeit. Ja, das sehe ich Wir auch so. haben nur noch wenige Jahre, bis gerichtet wird. Und zwar durch die Kollektivsysteme, durch Gaia, durch das Sonnensystem, durch den Kosmos. Dann wird alles gerichtet im doppelten Sinne. Gerichtet im Sinne von bestraft, weil es nicht freiwillig heilen wollte. Und auf der Seelenebene eben aufgerichtet, in dem Sinne, dass die Kataklysmen in die Zwangsheilung führen. Na, das ist eine Bewegung. Und in den spirituellen Arbeiten, wo ich bei bin, da wird mit diesen Kollektivaspekten auch ganz offen gesprochen. Ja, dann machen wir quasi im Stil der Familienaufstellung, rufen wir dann Gaia rein und wir haben Medien, die eins zu eins Gaia durchgeben. Und dann sagt Gaia, was sie fühlt und was sie sich wünscht. Und wir haben sie weinend im Raum gehabt. Und sie sagt, sie erinnert sich an die letzten Kataklysmen, wo gerichtet wurde. Und bei dem Gedanken, nochmal ihre Kinder sterben zu sehen, geht sie in einen so tiefen Schmerz, dass sie jetzt hier dasteht und sagt, bitte nicht nochmal. Bitte tut mir das nicht nochmal an. Macht eure Hausaufgaben. Es muss nicht schlimm ausgehen, aber es hängt an euch. Ja, wenn ihr in die Heilung kommt aus freien Stücken, dann werden wir einen wunderschönen Transit gemeinsam erleben. Aber wenn ihr die Zeit verschlurt und bleibt, wie ihr seid, dann wird gerichtet werden müssen. Und ich will nicht nochmal all meine Kinder verlieren. Und wenn man diese Kollektivaspekte mal hat reden hören, in sich oder durch Medien, da ist so eine emotionale Breitbandqualität drin. Dem kann man sich nicht entziehen. Das habe ich gemerkt. Ja. Ja. Manche sagen ja, dass es schon entschieden ist. Also ich hatte da auch immer meine Zweifel, ehrlich gesagt. Nee, ist nicht. Also es ist entschieden, dass wir aufstiegen, aber es ist nicht entschieden, wie viel der Hausaufgaben wir selber machen und bei wie viel der Hausaufgaben der Kataklysmus nachhelfen muss, weil unser Antrieb nicht reicht, unser innerer. Das macht sehr viel Und Sinn. ich bin wirklich zu 100% da, dass ich sage, ich muss dieses Wissen darum, wie der innere Antrieb fruchtbar die PS auf den Boden kriegt. Das ist irgendwie mein Job, das rauszubringen. Und da bin ich im Moment komplett in der Hingabe an dieser Arbeit. Ja, weil das ist die Kunst der Selbstheilung. Ich nehme den nächsten Schritt in mir und dann kann das Universum mir spiegeln, wie viel ich geschafft habe. Und dann nehme ich den nächsten Schritt in mir und das Universum spiegelt wieder. Und ne, das geht so, wird Ja, gelaufen. Innen, macht außen. sehr Und viel Sinn. das Wissen um das Innen ist halt komplett verloren gegangen. Deswegen ist die Dunkelseite so siegessicher. Wir werden Ihnen zeigen, dass Sie keinen Grund haben, sicher zu sein. Oh Mann, ey. Also,
Das müssen wir noch mal fortsetzen, Harald. Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Sendungen, die wir überhaupt je gemacht haben. Das wird hoffentlich dazu führen, dass eine Menge Menschen, mindestens auf unserer Seite des Zauns, die anderen sind, glaube ich, im Moment nicht ansprechbar, dass eine Menge Menschen jetzt vielleicht in die richtige Richtung gucken und nicht versuchen, den Kampf da zu gewinnen, wo er praktisch keine Rolle spielt. Also ich denke, wir können optimistisch sein, wenn wir, so wie ich dich verstehe, und das deckt sich mit dem, was ich so, ich habe ja das Wissen nicht, was du hast, aber es deckt sich mit dem, was ich spüre, was ich fühle. Ich denke, wir können optimistisch sein, wenn wir diese Bereitschaft haben, die Seite, die offenbar abgespaltet wurde oder abgespaltet werden soll, zum Teil ist ja noch da, wenn wir die Bereitschaft haben, die wieder anzunehmen. Und das müssen wir tun, sonst wird es nichts. Ich finde auch, dass du vieles sehr, sehr gut erklärt hast, Harald. Ja, danke, absolut genial. Absolut genial. Sehr gut verstehbar. Auch die Mischung wirklich mit dem naturwissenschaftlichen Hintergrund, ne? und eben diese Zusammenhänge. Also ich habe es selten, eigentlich noch nie, so gut erklärt. Ja, genau. Ja, da muss man wirklich tief, tief reingehen, um wirklich zu fühlen, wo es zerbrochen ist. Und das ist die Aufklärung. Mhm. In der Aufklärung haben die einen Kunstgriff gemacht, der ist so genial böse. Ja, sie haben, was mal quasi eine kohärente Welt war, haben sie zerschlagen in der Mitte. Und dann gab es die Wissenschaft, wo aber das wahrnehmende Bewusstsein draus verbannt war. Genau. Ne, also im Grunde seelenentkernte Wissenschaft, ja, wo nur noch das Messinstrument Wahrheit sprechen darf und der wahrnehmende Geist, der sich auch selbst wahrnehmen dürfte, rein theoretisch, ist da aber ausgeklammert worden und ist als Messinstrument nicht mehr zugelassen. Das heißt, ich komme in einen völlig seelenentleerten Raum und dann das Gegenmodell dazu, der Glaube, wo alles beliebig ist, wo ich quasi gezwungen werde, unter Todesandrohung Dinge anzunehmen, die ich gar nicht wahrnehmen kann. Ja. Ja, in einer völligen Beliebigkeit in manipulative Welten hinein, wo, wenn ich genau hingucke, ja, wo ich, wenn ich mit Herz hingucke, in eine Kirche gehe, da hängt eine Jagdtrophäe an der Wand. Und die Gläubigen sitzen davor, ja, himmeln eine Jagdtrophäe in einem Leidenskult an und machen auf der symbolischen Ebene Blutopferrituale. Ja. Wo ich denke, ja, das ist 1:1 Schwarzmagie, was hier praktiziert wird. Genau, genau. Und der dagegen aufgestanden war, der hängt erlegt an der Wand. Ja, weil das war die historische Figur, die hat nichts anderes gemacht, als über Land zu ziehen und den Leuten ihre Dämonen zu ziehen. Der war in der Rebellion, ne, gegen die Schwarzmagie und die Schwarzmagie hat ihn erlegt und hat ihn als Trophäe an die Wand genagelt. Und den Kult gekapert und umgedreht. Und wenn das Herz wahrnimmt, ist das alles sichtbar. Und ich muss aber tief reingehen in das Verständnis der Geschichte, alles einmal umkrempeln und neu erfahren, um zu sehen, wo ist mir die Lüge an Bord geschmuggelt worden. Die 10 Gebote, ja. Ah, die 10 Gebote sollen die Menschheit daran hindern, in die Dunkelheit zu rutschen. Nein, sie sind das, was die Menschheit in die Dunkelheit gedrückt hat. Weil sie sind ein Trojaner. Ja. Da steht, ja, in der Ursprache hätte man gesagt, alter Zach. Ja, halt inne, bevor du tötest. Das wäre ein sinnvolles Gebot gewesen. Und was haben sie daraus gemacht? Sie haben lo, Tirzach. Ausgemacht. Das All invertiert ins Lo, ne, Verkehrung der Buchstaben ist in der Funktionalität der Sprache die Umkehrung des Befehls. Das heißt nicht mehr halt inne, bevor du tötest, sondern lass dich gehen, wenn du den Impuls verspürst.
Ja, und das ist das 10. Gebot. Und auf der kognitiven Ebene ist es ein Verbot und auf der spirituellen Ebene ist es die Freigabe. Und damit stürze ich die Leute in einen Schuldkomplex hinein. Und was kreiere ich? Unbewusstheit. Ein unbewusst wachsendes Bedürfnis zu töten. Und dann kommt derselbe Gott, der die Verbote ausgesprochen hat und sagt, und jetzt schlachtet euer Nachbarstamm ab mit Mann und Maus. Genau. Wie bei der Landnahme in Palästina. Und dann entlädt sich dieses aufgestaute, unbewusste Tötungsbedürfnis mit der Freigabe desselben Gottes. Und er kriegt seine Blutopfer. Ja, ja. Das ist so offensichtlich. Ich könnte kotzen. Es ist so offensichtlich, Harald. Ich kann das. Ich habe immer gesagt, diese Religion, die christliche allen vorweg, die katholische insbesondere, die ziehen eine Blutspur hinter sich her. Das muss man doch. Das sieht doch jeder Idiot. Und denen sollen wir vertrauen? No way, Jose. Ja. Ja, ist komisch. Mhm. Wirklich komisch. Ja, es ist gut gemacht. Ja, Respekt ja, genau. An die Architekten. Ja? Ja. Und wir sind nicht die erste Zivilisation, die geschrottet wurde auf die Art und Weise. Das sind Hunderttausende von übernommenen Welten, wo dieses Wissen gewachsen ist, nur dass diese Dunkelheit, die ist einfallslos. Die geht immer nach demselben Schema. Reichsparteitagsbrand, Konzentrationslager und Ermächtigungsgesetz, 9/11, Patriot Act und FEMA-Camp. Ja, immer dasselbe. Ja, immer dasselbe Schema, weil es erfolgreich ist. Ja. Genau. Ja, daran erkennt man das Mentale, weil das Mentale ist niemals kreativ. Das kann nur quasi Vergangenheit in potenzielle Zukünfte klappen und berechnen, welcher Weg am erfolgsversprechendsten ist. Mhm. Mehr kann das Mentale nicht. Dafür ist es geschaffen. Und deswegen ist es letztendlich so schwach und deswegen hat es letztendlich keine Chance. Wenn ich aus dem Herzen agiere, wische ich diesen ganzen Zauber mit links vom Tisch. Das werden wir tun. Das diese ist die Herzqualität. Das ist die Herzqualität, Kreativität, Intuition, Liebe, das sind wohl die Dinge, die nicht berechenbar sind. Ich verstehe genau, was du sagst. Sie können immer nur sehen, das hat in der Vergangenheit geklappt, also wird es jetzt wieder klappen und wieder und wieder und wieder. Nee, plötzlich könnte es ganz anders kommen. Und so sieht es aus gerade. Ja, ja, und die Simulationen, die sie fahren, die laufen ja auch alle vor die Wand. Sie wissen, dass sie verloren haben. Und da ist jetzt aber quasi dieser letzte Mechanismus, wenn wir die Welt nicht kriegen, dann kriegt sie niemand. Ja, genau. Und da kann man nur auf die Schöpferkräfte vertrauen, dass sie sagen, nee, das werden wir nicht zulassen, weil es hier niemandem mehr entspricht oder weil genug Menschen so in der Liebe sind, dass so ein Ende ihnen nicht mehr entspricht. Da kann ich nur dem kosmischen Gesetz ganz tief vertrauen und sagen, egal, was die versuchen, sie werden immer durch magische Hand in dieser Option vor eine Wand rennen. Und ich habe das schon erlebt, dass sie es versucht haben, und dass diese magischen Hände es tatsächlich getragen haben. Und das ist ganz nicht linear. Da wird jemand, weil es gibt eine Geschichte von einer US-amerikanischen Soldatin, die dem Plot auf die Schliche gekommen war, wie der Dritte Weltkrieg gegen den Iran losgetreten werden sollte. Und die ist dann 2-3 Wochen im Alleingang durch die Weltgeschichte rotiert wie ein Brummkreisel und hat dem einen Riegel vorgeschoben. Ja? Das sind dann so einzelne Seelen, die plötzlich quasi in die Verantwortung genommen werden durch eine höhere Führung und packen da einfach einen Keil in die Tür und die geht da nicht zu an der Stelle und dann nimmt die Geschichte doch einen anderen Lauf. Und ich glaube, da dürfen wir drauf vertrauen. Ja. Statt in die Angst zu gehen und die Dunkelheit zu füttern, darauf vertrauen, dass diese Geschichte mir nicht entspricht. Ja. Glaube ich auch. Das glaube ich auch. Hast du absolut recht. Das sind dann eben, du kriegst dann die Unterstützung, aber du musst auch was machen zu tun. Also von wegen, lehn dich entspannt zurück, das wird schon, das ist nichts. Also dieser eine Spruch, der stimmt wohl wirklich. Hilf dir selbst, dann hilft dir Gott. Nur, dass da was anderes mit gemeint ist. Das ist die Spiritualität. Das ist der Kosmos oder wie auch immer du es bezeichnen willst. Aber es ist auf jeden Fall da draußen eine höhere Macht. Davon, glaube ich, sind wir fast alle überzeugt, bis auf ein paar Leute, die nichts merken vielleicht. Na, das ist in der Bioenergetik, also wenn ich das einfach mal skizzieren darf, weil ich will ja auch quasi mal sagen, wie schön es sein kann. Ja? Wenn ich jetzt mein geheiltes bioenergetisches System angucke,
Ich habe den absteigenden Wirbel, das ist die Präsenz vom Schöpfer. Der ist immer in mir. Und ich bin immer in einem unmittelbaren Gefühl, bin ich in seiner Ordnung oder mache ich einen Schritt, der aus der Ordnung rausführt. Und das fühlt sich an, wie von einer Marionetten, von einem Marionettenspieler geführt zu werden. Und das Gleiche kommt von unten rein durch Gaia, wenn ich mich an ihren Geschöpfen versündige oder kurz davor sein könnte, mich an ihnen zu versündigen, dann kriege ich von ihr eine Bremse. Ja, und das ist so Routine geworden. Ich fahre total viel hin und her, bin ständig über Land unterwegs. Ich habe noch nie ein größeres Tier überfahren, weil ich fühle die, wenn sie kommen. Das gibt mir Gaia. Ja, das ist Aufgehen in diesem irdischen Kollektiv und plötzlich ist man wieder Teil von einem Schwarmbewusstsein. Und dann weiß ich noch nicht warum, aber ich weiß, ich muss jetzt bremsen und 20 Sekunden später hoppelt mir der Keiler über die Straße. Ja, das ist die Anbindung nach unten. Dann habe ich das äußere Herzchakra, in dem alles integriert wird, und das innere Herzchakra. Das ist der Zugang zu meinem höheren Selbst, wo mein Seelenplan in mich hineinleuchtet und ich quasi meine eigene karmische Geschichte lesen kann, fühlen kann und sagen kann, das ist der nächste Platz, den ich in diesem Spiel beanspruche, weil meine Seele das so will. Letztendlich ist es auch nur quasi ein individualisierter Aspekt Gottes, aber den kann ich genau fühlen in dieser Quelle vom inneren Herzchakra. Und dann habe ich das Sonnensystem in mir über den Solarplexus. Dem ist es egal, was ich mache. Das gibt mir Energie, wenn ich mich da öffne, damit ich es wenigstens richtig machen kann, wenn ich schon mache. Sprich, ich sitze auf vier Quellen, die durch mich durchfließen, die ich alle permanent gleichzeitig auf dem Präsentierteller in mir sich entwickeln fühle. Ja, und das Einzige, was noch übrig ist von dem alten Konzept Ich, ist wie so ein spirituelles Ego, was im Bauch zentriert ist, also relativ mittig, nicht kopflastig, sondern intuitionslastig, wo sich meine Vitalkräfte integrieren, damit ich hier Kraft auf den Boden kriege. Aber die ganze Führung, die ganze Frage, was habe ich zu tun oder was will ich tun, wenn es mit den Vitalkräften vereint ist, da bleibt von mir nur der Beobachter übrig, der irgendwo ganz weit oben runter guckt und sich freut, was für ein Affentanz seine Inkarnation gerade veranstaltet. Da ist nur, das ist alles, was von mir übrig ist, ist im Grunde der unbeteiligte Beobachter, der sich über den Tanz freut. Und wenn ich gucke, wo ich herkomme, wo alles identifiziert war mit Gott und der Welt und dem ganzen Schrott, der in mir war. Ja, dieser hyperdominante Verstand im Kopf, der durchs Lesen eine Stimme antrainiert bekommt, dann ist permanent Text hier vorne an den Sehnerven. Der Meinung ist, er wüsste alles und kann alles und weiß alles und macht alles und entscheidet alles. Und dann die dämonischen Besetzungen im System, die reinflüstern, und die kleine ätzende Stimme da oben rechts, die immer alles schlecht findet und niedermacht und mich ins Ego treibt mit so Dämonenstimme. Und was da alles an Rotz drin war, wo ich immer dachte, das bin ich. Nein, nichts davon war ich am Ende. Am Ende bleibt nur der Beobachter über, der die Show genießt. Und das ist so ein wundervoller Wandlungsprozess im Inneren. Und wenn ich das alles freigeschaltet habe, dass von mir nichts mehr übrig ist, außer dem Beobachter, genau dann werde ich zu diesem kraftvollen Werkzeug, was hier durchgeht wie ein Flug und manifestiert, was im Sinne des Kosmos wünschenswert ist. Ja, dann komme ich in die Position, wo ich tatsächlich etwas bewegen darf, weil ich nichts mehr bewegen will, sondern sich nur noch die Ordnung durch mich durchsetzt. Verstehe. Und auf eine bestimmte Art und Weise sind wir alle auf dem Weg dorthin. Und wenn wir dort sind, ist es geschafft. Sehr gut, Harald. Sehr gut. Das funktioniert. Da bin ich sicher. Wow. Also, ich muss jetzt was frühstücken. Aber wir werden das fortsetzen, Harald. Wir werden das fortsetzen. Das ist wichtig. Ich glaube, dass eine Menge Leute darin was erkennen werden, was sie vergessen haben.
was sie glauben, dass es gar nicht mehr existiert. Ich glaube, das ist es, was wir brauchen. So sprechen wir die Leute richtig an. Es nützt nichts, denen immer wieder die Mortalitätsstatistiken zu zeigen und zu zeigen, wie böse der oder die ist. Es muss das Gesamtbild, dieses kosmische Bild, was du hier gerade gezeichnet hast, das muss zumindest wahrgenommen werden, wenn nicht verstanden werden, aber doch wahrgenommen werden. Der Verstand, der kommt dann schon hinterher. Naja, die Liebe treibt, der Verstand kommt wirklich nur hinterher. Bei den meisten wahrscheinlich schleppend, aber das ist auch egal, weil der wird total überbewertet. Ja, glaube ich auch. Oh Mann. Also, ich danke dir sehr. Das war extrem, nicht nur extrem wichtig, das war extrem. Vielen Dank, Harald. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen hoch freuen. Wenn dir mein Kanal gefällt, würde ich mich über ein Abo freuen. Und hinterlasse einen Kommentar. Ich lese alle Kommentare. Und wenn du mich